Ah, ja. Siehst du, und jetzt läuft es. Sehr Das gut. hängt dann gleich bei dir am Computer unten dran, die Aufnahme. Okay. Ah, gut. Jetzt erzähl. Ja, also ich habe extrem tiefe Prozesse gehabt in den letzten paar Wochen. Also wirklich, ja, war wunderbar. Es hat mich Ja, tief es ist jetzt immer, berührt. das müsste ich schon Fedor sagen, es war nicht in den letzten paar Wochen, es ist ein ewiger Prozess. Der Ja. Prozess ist der ständige Wechsel in jetzt, wo du dir jetzt wieder ein Zeitfenster aufspannst, Ja. wo du jetzt dir eine Zeitspanne denkst, in der große Erkenntnisse oder Heurekas in dir aufgetaucht sind. Aber Genau. jetzt sagt jeder Moment auch jetzt auf. Das Ja. sind so die Kleinigkeiten, die man irgendwann einmal verstehen muss, Sandra, dass wir von dem reden, was hundertprozentig sicher ist. Und dieses Wachwerden ist ein intimer Prozess. Und du wirst dann merken, dass die Bilder in dir auch sprechen. Du weißt, ich sage immer wieder, ein existierendes Ding, wir sagen jetzt einfach mal eine Person, eine Maske, kann als Ding an sich nichts verstehen. Ja. Und wir haben jetzt erst einmal diese drei Schichten. Wir haben die Maske, dann haben wir den Menschen, der die Maske trägt. Aber der Mensch, sage ich, ist das Konstrukt, Wert- und Interpretationsprogramm, das ist ein ganzes Menschenleben. Und dann kommt der Geist. Das ist immer diese Trinität, wo wichtig ist, und du siehst dann, ich spreche so auf die Physiognomie ein, wie innen so außen. Da geht es jetzt einmal um eine grobe Physiognomie, da könnte ich jetzt wieder schulwissenstechnisch sagen, ob du Physiognomie von Hutterer oder von Lavater nimmst, das ist so Schweizer, wo das aufbaut, oder wir gehen dann in die Mikromimik rein. Im Moment. Das sind alles Sprachen. Die Welt spricht zu dir, die spricht zu dir in Worten, die spricht zu dir in Bildern. Wie legst du die Bilder aus? Wie weit kannst du schon sehen? Das ist also sehr, sehr wichtig. Das Ja. war ein innerer Prozess. Und du siehst wirklich, wenn du sehen kannst, das ist eine Grundvoraussetzung, wie innen zu außen. Es ist zum Beispiel, wo ich sage hier, die Menschen sind uniformiert. Damit meine ich, wir können jetzt den Körper schon sagen, es geht nicht darum, ob du jetzt ein Asiat bist oder Neger bist, ein Schwarzer bist, Neger darf man ja nicht sagen. Es ist diese politische Ja. Korrektheit, wo ich so oft gesagt habe, wo kommst du drauf? Oder jetzt der ganze Genderwahn. Ah, Diese ja. Gleichschaltung von etwas, ich kann nicht etwas gleich machen, was sowieso zusammengehört, aber das einfach so wie der Wellenberg und der Wellental. Das gehört untrennbar zusammen. Wie der Denker und das Ausgedachte, der träumende Geist und sein Traum, das Meer, das immer ist und die Wellen auf dem Meer. Und zu sagen, das ist dasselbe, ist ein Blödsinn. Ja. Das sind von demselben zwei Aspekte. Und das ist beim Mensch. Und jetzt ist immer wieder der Mensch selber, und jetzt nehme ich den roten Menschen, den Adam, der ist eben männlich und weiblich. Und in der Welt der Symbolik ist der Mann der Denker, Seher. Und das Weibliche ist die ständige Veränderung. In der hebräischen Sprache war das genau, das Nekeb heißt jetzt erst einmal Loch. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Aber wenn ich jetzt das deutsche Wort wieder Loch nehme, dann kriege ich die Lebensfrische. Ey, Chat, das ist das Lebendige, was sich ständig verändert. Und das, was hier abgeht in diesen Feindbilderpredigen, in dem Gleichschalten wollen. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, was mich hört, ist der Mann in dir. Das, was du um dich herum hast, ist die Frau. Das ist aber auch Ja. gespiegelt. Du kannst durchaus auch die Rolle eines Mannes spielen. Dann ist aber der männliche Körper die Frau, weil die Frau symbolisiert die Traum Ja. und die dazugehörige Logik. Und du wirst in deinen Filmen leben, wirst du das einmal spielen und das einmal spielen. Auf der materiellen Ebene macht es das so unendlich blind. Und es ist immer wieder dasselbe Spiel. Von Unbewusstheit, von nachgeäfftem Wissen. Es ist was Intimes, wo du Feeling ist, was vollkommen Intimes. Ja. Und wenn wir Physiognomie leben, ich zeig dir mal, fällt mir gerade ein, ich tue mal den Bildschirm schnell übertragen. Und zwar auf das Bezug auf das letzte Selbstgespräch. Ich tue mal ganz kurz hier reinfahren. Wir lassen das einmal laufen. Das ist das letzte Selbstgespräch. Und jetzt achte mal bloß. Das, was du jetzt vor dir hast, ist ein Monitor, das musst dir bewusst sein und das sind Pixelmännchen. Wir schauen uns bloß einmal dieses Pixel-Arrangement, nennen wir Helene. Und das ist jetzt immer so tiefe Erkenntnis, die du kriegst und das sind jetzt die einfachen Worte, die ich tausende Male wiederholt habe. Und jetzt schauen wir uns einmal die Physiognomie der Helene an
Und jetzt ist natürlich schon klar, das ist ein Pixelmännchen, da ist auch nichts drin. Ja. Ich muss mir bewusst machen, was jetzt da ist. Und ich könnte mir jetzt ja denselben Menschen vor mir auf meiner VR-Brille als dreidimensionalen Körper vorstellen. Und jetzt achte dir mal, wie sie reagiert. Und du, ich denke mir jetzt ganz bewusst, du siehst förmlich in den Kopf rein, wie extrem konzentriert sie den Worten folgt, die sie hört, was wir uns jetzt natürlich denken, weil ein ausgedachter Gedanke, ob wir jetzt das Pixelmännchen anschauen oder eine Helene ausdenken oder die auch sinnlich wahrnehmen, wenn wir jetzt damit in dem Raum wären, in demselben Traum wären, kann nichts wahrnehmen. Das muss immer im Hintergrund fest installiert sein. Und achtet so mal drauf, diese Heurekas und diese tiefe Erkenntnis und dieses Ja, überhaupt nichts verändert. Schau mal, all diese einfache Erkenntnisse sind all den ganzen esoterischen Geschwätz drin, die du dir in hunderttausendfachen Versionen im Internet anhören kannst, von Pixelmännchen, von einem Lautsprecher. Aber so präzise drückt es keiner aus, weil das Wesentliche wird hier gar nicht angesprochen. Dass dein Körper zum Beispiel gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Ja. Auch Esoteriker sind tiefgläubige Materialisten. Ich betone immer wieder, bis auf Ausnahmen, die die Regel bestätigt. Aber das auch immer, als Udo sagt immer so schön, warum fressen die ihre Müsli-Scheiße rein? Ja, genau. Dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommt. Mhm. Weil sie nicht krank werden wollen. Das ist ein Feindbild. Krankheit ist ein Feindbild. Das ist wie wenn ich sage, mit den Dälern will ich nichts zu tun haben. Wir wollen bloß Berge. Mhm. Die haben nicht erkannt, dass es das eine ohne das andere gar nicht gibt. Wir wollen bloß Sonnenschein. Wir wollen bloß Frieden. Bin ich so oft darauf eingegangen. Aber schau dir weiter die Physiognomie an, was jetzt passiert. Das ist mit Sicherheit nicht irgendein von dir jetzt ausgedachter Mensch. Nein. Weil alles Existierende kann das überhaupt nicht verstanden haben. Und ich sage immer, was verstanden haben? Das, was ewig ist. Was Existierendes ist nicht ewig. Was Vergängliches wird nie als Ding an sich die Ewigkeit verstehen können. Ja. Ewigkeit kann nur von Ewigkeit verstanden werden und Geist kann nur von Geist verstanden werden. Und jetzt muss ich schon immer wieder, wo ich darauf hinweise, an was denkst du bei dem Wort Geist? An der Seele, an dieses, an jenes. Das sind alles existierende Dinge. Das heißt, das ist das Erste, was man wirklich verstehen muss. Ja. Das sind diese einfachen Sätze. Und dann wirst du erkennen, ich bin das Einzige, was ewig ist. Ja. Dann bist du ich. Darum beginnt unser Spielen Holofeeling mit Ich bin du. Das ist das Geschenk. Holofeeling richtet sich nicht an irgendetwas, was du dir jetzt ausdenkst. An keine Menschheit, an keine Menschen, nur an den, der sich die Sachen ausdenkt. Und jetzt kommt sofort wieder die Genauigkeit. An den natürlich auch nicht, weil der ist jetzt auch was Ausgedachtes. Du hast dir doch gerade jemanden ausgedacht, der sich das alles ausdenkt. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn man anfängt, das zu erforschen, was man selbst ist. Um was zu erforschen, müssen Existenzen da sein. Und wo kommen die ganzen Existenzen her, die du dir ausdenkst, aus dir selbst? Darum ist der Unterschied zwischen Schöpfen, ein Geist, ein Gott, rot geschrieben, schöpft die Sachen aus sich selbst. Creatio ex nihilo. Dazu weise ich dann jetzt nochmal auf diese Weihnachtsansprache von IUB, wo wir hier in die vorhergehenden Sachen nochmal angesprochen haben. Wo ich sage, der Professor Lesch, den wir uns jetzt ausdenken hier, die Entstehung aus dem Nichts, Creatio ex nihilo, ist unendlich tief. Ja. Ist auch das Creatio, habe ich so oft gesagt, das lateinische Wort Creatio. Man übersetzt es immer mit der Schöpfung aus dem. Magst du, worauf ich hinaus will? Ja. Mhm. Das ist diese Worte und das ist ein Prozess, wenn ich jetzt auch hier, jetzt muss ich wieder Worte machen, eine Helene, die 25, fast 25, 20 Jahre lang intensiv Holofeeling studiert hat, ist ja Schulrektorin im Ruhestand. Mhm. Und jetzt kommt das Verstehen. Ja. Wenn man das nur hört, man nimmt es nicht für voll. Mhm. Max, das doch, schau doch in dich selber rein. Ja, genau, dass die Selbsterforschung. Wenn ich jetzt auch in dich selber rein, mit wem spreche ich? Das ist der Unterschied. Zuerst einmal unabhängig von dem Wissenskomplex der Sprache und der Physik im Hintergrund, wo ich immer sage, es ist sekundär. Mhm. Es sind diese einfachen Worte. Ich erkläre es dem, der mich jetzt sprechen hört. Der jetzt sich dieses Gespräch anhört. Das ist der erste große Unterschied zu all
den ganzen Esoterikern, die reden, die von Seele reden, von nichts, vom Bewusstsein, dass man nicht denken kann. Aber dann wirst du merken, die ganze Zeit dazwischen sind die nur unbewusst raumzeitlich im Denken. Sind voller Feindbilder, sind voller Einseitigkeit. Und das ist was Intimes. Das Spiel spielen einzig und alleine wir zwei, das JCH und das ICH. Mhm. Und da JCH, ICH ist, das ist das, wo ich sage, der vom Bücherregal und der jetzt ein Buch liest. Der vom Bücherregal hat schon alle Bücher gelesen, der ist der Autor für alle Bücher und der ein Buch liest. Von der absoluten Eins ausgehen kann das immer nur einer erleben. Ein R, Ein, heißt nicht existierend, hebräisch geschrieben, und IR mache ich immer E-Quadrat. Das ist die Energie in der Einstein-Formel und das sind wir zwei. Mhm. Wenn man in diesen vier Ichs, wenn ich immer wieder sage, in diesen Aufbau der vier Ichs, wenn man das als Energie, das Spiel, wenn ich sage, die Lampe im Projektor, die nicht flackert, das ist der Leser. Du veränderst dich, das Leben, das du erlebst, sind ständig wechselnde Bilder, da veränderst du dich nicht. Mhm. Das wiederhole ich immer und immer wieder, aber reagierst du schon so wie jetzt die jetzt ausgedachte Helene? Dass du siehst, die ist voll dabei und da sind dann Szenen, wenn man das anhört, wo du nur sagst, ja. Was ist in mir drin, dass ich so lange brauche? Die Sätze habe ich vor einem Vierteljahrhundert schon erzählt. Ja. Du hörst es, du kannst nicht einmal sagen, das stimmt nicht, weil ich rede ja von dem, was ist. Es ist interessant, ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und da gehört halt auch dazu, dass ein Gedanke, den du nicht denkst, der existiert nicht. Mhm, ja. Jetzt brauchen wir nicht die andere Seite, der ist aber immer noch da. Mhm. Das ist wie die Bilder auf der Datei. Bilder, die auf dem Bildschirm nicht sind, existieren nicht, sind aber auf der Datei. Aber auf der Datei sind keine Bilder. Ja. Was jetzt aber ist, dass jetzt eine Datei, zumindest als Gedanke existiert, weil wir denken an eine Datei. Was ist mit der Datei, wenn man die Datei nicht denkt? Dann existiert auch die Datei nicht. Ist aber trotzdem noch da, auf der Festplatte. Ja. Es kann nur was existieren, wenn auch im selben Moment die Nicht-Existenz da ist. Mhm. Und da wirst du jetzt merken, dass eine normale, klassische aristotische Logik, so wie den Materialismus aufbaut, komplett abstürzt. Aber ich kann das ganz einfach erklären. Es kann der Wellenberg, den wir uns ausdenken, nur existieren, wenn im selben Moment das Tal, was ja nichts ist. Mhm. Der Berg ist ja bloß, das Tal ist ja nur praktisch das Loch, das bleibt, wenn man den Berg herausstellt. Mhm. Das sind einfache Metaphern. Mhm. Und wenn ich natürlich Wichtigeres zu tun habe, das ist wie wenn ich jetzt die Ansage unserer Redo, wo ich sage, das sind ca. 500 Selbstgespräche, ja, wann soll ich das anhören? Das ist, du hast so unendlich viel Zeit. Und du musst die auch nicht anhören. Dir sollte bloß klar sein, wie viel Schutt du dir reinziehst, weil dein Interesse dich dahin zieht. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Aber was hast du in der Zeit dir an Zeichen, Filmen und Zeitungsartikeln oder sonst was reingezogen von Illustrierten? Und ich betone immer wieder das, was du dir davon außen reinholst, ist bloß die Scheiße, die du dir vorher selber ausdenkst. Vorher meine ich hierarchisch, nicht zeitlich. Ja. Das ist ja das schöne Spiel mit den Spiegelungen, dass ich wirklich einmal die Worte wortwörtlich nehme im ursprünglichsten Sinn eines Wortes. Die Cotitia sine qua non. Und dann werde ich feststellen, die Entheiligung der Worte, denke an meine Mathematik, an Ästhetik, an all diese Worte, was lösen die Worte in mir für eine Vorstellung aus? Die Vorstellung, die man mir beigebracht hat. Mhm. Aber ist das schon die korrekte Beschreibung des Wortes? Ja. Und du hast halt Interessen. Das ist dein Geschmack. Deine Vorstellung von richtig und verkehrt, was man ist, was man nicht ist. Ich nenne das einfach Schwamminhalt. Mhm. Und in jedem Leben lernst du was anders. Da gibt es keine besseren und schlechteren Leben. Und gerade das, was sich widerspricht, ist dann doch auf einer höheren Ebene eine Einheit. Wenn jemand so ist, ist es wie mit einem Sinnesorgane am menschlichen Körper, den wir uns jetzt symbolisch ausdenken. Die Augen wissen nichts von den Ohren. Wenn du jetzt nur Augendenken hättest, weißt du überhaupt nichts von den Ohren. Das sind so uralte Beispiele. Mhm. Weil die Augen können die Ohren nicht sehen und die Ohren wiederum können die Augen nicht hören. Ja. Oh. Und die kann aber untrennbar zusammen. Das ist eine neue Einheit in einer neuen Qualität.
Und davon besser oder schlechter zu reden, genauso ist es mit Religionen oder mit Völkern. Es sind Spezialisierungen, diese Nationen, diese Natio, diese Geburten in dir. Das sind zuerst einmal alles nur Gedankenwellen, sehr komplexe Gedanken. Eben das ist der Punkt, dass ich wirklich da wacher geworden bin, dass ich mir dieses innere Gefühl, also was da genau vor sich geht, das zu entlarven, diesen Verstand. Du musst nur schauen. Ja. Das ist dieser Anfang genau. Von dem letzten Selbstgespräch. Ich kann immer nur wiederholen und ich wiederhole, wenn es sich in dir wiederholt, dann hast du es nicht verstanden. Und mit du meine ich jetzt nicht die Sandra. Ja. Das ist das täglich Christus mit dir Phänomen. Das ist auch diese Filme, die in dir auftauchen. Es gibt kein Vorher, es gibt keine, die Filme gemacht haben. Ich bin da so tausendfach über die Matrix oder den Christopher Nolan. Das sind so tiefe, das sind nur jetzt für die Neuzeit mit dem Videospielen. Das sind moderne Märchen in einer komplexeren Form, dir klarzustellen, was du bist und wie du funktionierst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das ist immer wieder derselbe Satz. Das bist nicht du, das ist eine Gedanke, eine Vorstellung. Die du entweder dich vor dich hinstellst, in die Vergangenheit denkst, die dich einhüllt, wenn du an den jetzigen Körper denkst, du bist immer das Zentrum und es ändert sich in dir nichts. In dir selbst. Ja. Eine ausgedachte Peripherie verändert sich. Die 200 Gramm rote Gnede verändert sich nicht, wenn es die Form verändert. Das sind so ganz simple Metaphern. Die Mehrwert sind, glaube ich, wie ein Lottogewinn oder sonst was für dich selbst. Weil wenn du das verstanden hast, wenn du in den Punkt kommst, es ist ein Unterschied, ob ich es begriffen habe oder verstanden habe. Genau. Wiederholt es immer wieder. Ja. Eine Helene hat es jetzt verstanden. Darum habe ich jetzt das Bild nochmal eingestellt, dass du merkst, dass die voll, wenn du jetzt das Helene-Programm hast, sind es deine Gedanken, was ich höre. Das sind meine, das, was du jetzt hörst, sind deine Informationen. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt alleine da sitzt, ich spreche mal für dich normal und du grübelst über irgendwas nach. Was heißt das? Hör den Anfang von Ich bin du. Du hast jetzt ein Buch in der Hand, die du dir ausdenkst. Und wenn du diese Schriftzeichen anschaust, beginnt in dir eine Stimme zu sprechen. Das liest du. Hör mal genau hin, kommt dir die Stimme bekannt vor. Ja, genau. All das so in der Tiefe zu erfassen. Das ist vollkommen neu. Das ist eine vollkommen neue Art und Weise, weil du gezwungen wirst, zum Beobachter zu werden von dem, was in dir abläuft. Das gilt ja in der ganzen Meditation auch. Und das ist immer die Belesenheit, wenn du siehst, und ich mache jetzt einen kleinen Sprung, zeitaktuell, ich weiß nicht, in welchem Programm, vor 2, 3 Tagen ist eine Sendung gekommen über Osho Bhagwan. Ja. Auf den bin ich länger schon eingegangen. Über die Bhagwan-Sekte, und zwar war das ein Film 1,5 Stunden. Ich weiß, ich müsste jetzt schauen, was sehr interessant ist. Ah, ja, den habe ich nicht gesehen. Kennt, und zwar speziell die deutschen Sannyas, die deutschen Anhänger von Bhagwan. Und dann siehst du jetzt eine Reportage mit Rückblendungen mit vielen alten Filmen. Aber ich will auf was ganz was anderes hinaus. Da siehst du zuerst einmal hier ältere Männer und Frauen sitzen, dann hast du drunter Arzt und Psychotherapeut, Hypnosetherapeut, Steuerberater, ganz seriös teilweise, grauhaarig in Anzug, und dann sind dann die Filmaufnahmen, wo sie hier dann in ihrer Jugend zum Bhagwan gelaufen sind, dann die ganzen Meditationstechniken von Bhagwan und dann, wie die über den Bhagwan sprechen. Und ich kann immer wieder sagen, wenn du dich immer mit was intensiver auseinandersetzt. Das kannst du nur gedanklich machen. Also rufst du Informationen in dir ab, die schöpfst du aus dir heraus, weil du bist ein träumender Geist. Das ist wie im Internet, fokussierst du dich halt jetzt auf einen ganz bestimmten Bereich. Du bist das Internet. Das symbolisiert Gott alles. Unendlich viel. Und jetzt ist es so, dass der Bhagwan die Bücher, es gibt eine Unmenge von Bhagwan-Büchern und ich kann definitiv sagen, ich kann die wie alles, was überhaupt gibt, empfehlen. Es ist sehr komprimiert, ein extrem belesener Philosoph. Die Bücher sind so unendlich voller Weisheit. Ja. Was seine philosophischen Bücher sind. Es ist aber das, was man esoterisches Geschwätz nennt. Sehr, sehr weise. Und dann hat er Bücher seine Meditationstechniken, wo dann zeigst, wo die sich ausziehen und losschreien und einbringen. Das kannst du vergessen, weil das alles körperbezogen ist. Ja, genau. Ich sage, alles, was Meditation ist, es gibt keine Technik, die dich bewusst macht. Weil du meinst, du könntest über irgendein Wollen was erreichen, was du schon bist.
diese Flucht vor sich selbst. Das ist den Körper loswerden, das Ego loswerden willen. Ich kenne das. Ich sage immer wieder, das ist ein Trugschluss, ja. Da kommst du in einen riesen Spiegelschlamassel hinein. Genau. Und das ist genauso das Nicht-Haben-Wollen. Ich habe gerade das Thema gehabt, auch mit Versicherungen. Wenn ich zum Beispiel sage, das sind übrigens alles in alten Selbstgesprächen, wird das genau erklärt, solange du Geist eine Krankheit und eine Lebensversicherung hast, spuckst du Gott letztendlich dir selbst ins Gesicht. Und es geht um eine schonungslose Selbstehrlichkeit. Und es ist jetzt kein Aufruf, die Falle, ich kriege jetzt meine Versicherung. Genau. Das wäre, dann frag dich, warum. Aha. Zum Punkt A, weil du glaubst, dass das Gott nicht will, dass du eine Versicherung hast. Und zum Punkt B, dann sparst du zusätzlich noch Geld. Genau. Ich sage, du kannst die kündigen, aber in dem Moment, wo du erkannt hast, dass das sinnlos ist. Es ist definitiv, wenn du die Sinnlosigkeit einer Aktion erkannt hast, zum Beispiel Versicherungen abzuschließen, um dass du dich absicherst gegenüber irgendwas, das geht nicht. Die Sinnlosigkeit hast du erkannt. Ich habe in allen Selbstgesprächen ein Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel sage, dass dein Hund und der Hund stirbt. Mhm. Und du brauchst ja, in dem auch in der Schweiz auch, eine Hundehaftpflichtversicherung, wenn du einen Hund hast. Ja. Was jetzt mittlerweile ist, es Pflicht, damals kommen meine abschließen, musste man nicht haben. Und wir sagen jetzt, dein Hund stirbt. Und ich weiß jetzt, ich sage einfach mal, die Hundehaftpflichtversicherung, die erneuert sich alle 3 Jahre automatisch, bis du die kündigst. Und jetzt hast du wieder einen Brief von der Versicherung im Briefkasten drin, dass jetzt die wieder verlängert wird um 3 Jahre. Und du machst den Brief auf und du siehst es. Und jetzt ist der Hund aber vor 2 Jahren schon gestorben. Was passiert dann in dir? Du sagst, ich habe das Viech doch schon gar nicht mehr. Dann setzt du dich hin und kündigst die Versicherung, weil du die Sinnlosigkeit dieser Versicherung erkannt hast. Ja. Das ist eine ganz andere Motivation, wie wenn du die jetzt kündigst, weil Gott sagt, du spuckst mir ins Gesicht, wenn du eine Versicherung hast, weil du der Versicherung mehr vertraust wie mir. Mhm. Das ist Kaufmannsdenken. Mhm. Wenn du die Sinnlosigkeit von etwas erkannt hast, dann halt es sich von selbst. Dann kannst du das abhaken, sage ich. Ja. Das ist dieser Satz, den ich immer wieder wiederhole, wo ich behaupte, in deinem Alltagsbewusstsein, du hast es nicht erkannt. Wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkannt hast, Ärger ist eine zwanghafte Reaktion auf irgendeinen Reizauslöser, der als Ding an sich vollkommen wertfrei ist. Mhm. Zum Beispiel kratzt im Auto beim Rückwärtsfahren. Weil sobald du dich jetzt ärgerst, ändert es nichts an dem, was im Moment ist. Es ändert sich, wenn du an den Kratzer nicht mehr denkst, an den Unfall nicht mehr denkst. Mhm. Dann ist er ja wieder weg. Wir haben ja nur ständig wechselnde Bilder. Und ich kann immer wieder nur betonen, verlagere deinen Fokus, dass du dich erhebst und zu einem wertfreien Beobachter deiner eigenen Wertungen und deiner eigenen Glaubenssysteme wirst, ohne die in irgendeiner Art und Weise zu wehren. Mhm. Pass auf, ein kleines Gespräch, wenn du jetzt in Deutschland, ich muss jetzt weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, wenn du in Deutschland selbstständig bist oder auch normal als Arbeitnehmer, ich kenne das schon ewig nicht mehr, du gehst morgens am Briefkasten und machst den Briefkasten auf. Wenn du ein kleines Geschäft hast, sind natürlich dann mehr Briefe drin, wie wenn du ein Privatmann bist, aber da sind Briefe drin. Und ich behaupte jetzt einmal, weil ich dein Programm geschrieben habe, ist interessant, du tust die Briefe raus, dann ist da Werbung, da sind irgendwie Kuverts drin, dass es in deiner Programmierung so aussieht, jetzt in Deutschland zumindest, wenn ein Kuvert grünlich oder bläulich ist, vor allem wenn du selbstständig bist, zuckst du schon zusammen, wenn du ein grünes oder ein bläuliches Kuvert siehst. Weil grünliche und bläuliche Kuverts in Deutschland sind entweder vom Finanzamt, von einer Behörde oder von der Polizei. Okay. Du musst noch gar nicht reingeschaut haben, ja, dann zuckst du schon zusammen vom Finanzamt, du machst den gar nicht auf. Ja, dann hast du schon ein schlechtes, mögliches Gefühl oder dich haben es irgendwo blitzt. Oder ja, genau. Das ist ganz eigenartig. Das ist das, was ich sage. Einfach nur beobachten, wie du reagierst. Diese zwanghaften Reaktionen sind schon vorabgestimmte Wertungen. Mhm. Und die werden dann sehr massiv auch zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Mhm. Und ich wünsche mir jetzt für dich bloß, dass du der wirst, der beobachtet, wie du zwanghaft reagierst. Es ist bloß die Schwierigkeit, in dem Moment, wo man in so einem Rechthabermodus ist, ist jegliche Art von bewussten Beobachter nicht mehr da. Mhm. Ja, für mich war das so, diese inneren Konflikte zu erkennen und die dann wie innen zu lösen. Und dann habe ich gemerkt, wenn so ein Reizauslöser kam, meine Katze will auch noch Hallo sagen, die ist gerade draufgekommen. Ist übrigens ganz, ganz kurz, Krishna
ist Gott. Ja. Es ist schwarz. Und Katze hast ja auch Endpunkt. Ja. Der Endpunkt ist wieder Sub. Du hast mich jetzt gerade auf den Schoß gehabt. Darum sind ja. Übrigens die Katzen in ägyptischen Tempeln sind unheimlich viele Katzenfiguren. Ja, ja, genau. Weil das die Endpunkte sind. Aber jetzt kannst du weiter erzählen. Die Welt spricht zu dir laufen, wenn du den Hintergrund kennst. Ja. Ja, die ist zugelaufen, also seit 2 Jahren. Das ist auch noch interessant. Wo war ich? Inneren Konflikte. Ah ja, genau. Ja, also wenn ich die wirklich tief in mir so unbewusst dann das wie anschauen kann und lösen, dass ich es erkenne, was da der Glaubenssatz ist, oder dann hat das sich eigentlich wie innerlich gelöst. Und wenn dann ein Reiz auslöst von außen kam, wo ich normalerweise dann schon mal eben dieses Zucken hat, Zusammenzucken hatte, war dann das wie weg. Und immer von innen. Eben von innen. Immer von innen. Genau. Es ist die schonungslose Selbsterkenntnis, Selbstehrlichkeit. Wir können jetzt das Selbstgespräch als große Überschrift nehmen, eine absolute Selbstehrlichkeit. Schau in dich rein, sag ich, und mach dir bewusst, was du glaubst. Ja. Was glaubst du, wenn du Arzt bist, warum du das machst, was du machst? Schonungslos. Ja, schonungslos. Und dieser Denker, also das war auch noch... das Ego sich einmischen, genau, genau. Wird sich rechtfertigen. Aha. Und ich sage immer wieder, es ist eine unendliche Verlogenheit. Es, ja. Es ist Selbstverlogenheit, das macht das Ego. Genau, Wahnsinn. Boah, mich es, ist wahr, es ist der Wahnsinn, ist das eigene Ego. Ja. Sich immer als gut darzustellen. Ja, immer. Der einfache Satz, die Schuld, immer Schuld, irgendwer muss schuld sein. Ich reite immer wieder drauf rum, was bedeutet, wer ist schuld? Es ist die Frage nach, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und ich sage zuerst einmal der sich das jetzt denkt. Ja. Aber da der jetzt was Ausgedachtes ist, alles Ausgedachte ist freigesprochen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, frei. Ja. Ja. Achte auf die meine Facetten. Worte. Aha, sind ich jetzt frei. Da sehr tief reingehen, wenn man die Vordersprache versteht. Weil Ausgedachtes ist so, wie es gedacht wird. Mhm. Und das Spiel bringt eine vollkommen neue Ebene ins Spiel. Mhm, Wieso sage ich eine vollkommen neue Ebene? Weil wir ja 2 Ebenen haben. Wir haben die absolute Ebene aus dem Nullpunkt und in dem Moment, wo eine Gedankenwelle auftaucht, in dem Moment, wo du dir eine Welle überlegst, passiert ja das hier. Mhm. Die Welle überlegst du dir eine neue Ebene. Mhm. Jetzt ist es aber, bisher war diese Ebene von dir, die du ja chronologisch halt dunkel siehst, ist jetzt die neue Ebene, ist die wirkliche Ebene unten. Ja. Die absolute Ebene. Mhm. Nicht eine ausgedachte Ebene. Es ist wie mit ausgedachter Geist oder ausgedachte Denker sind es erst einmal Gedanken. Das Existierende wird es nie verstehen, weil es Existierende vergänglich ist. Da steckt das Wort Tiere schon mit drin. Genau. Das ist immer das Akzeptieren, kann man natürlich auch rot machen, ist immer die Akzeptanz. Die Tiere tanzen in dir, die Substanz. Das ist schon die Sub. Wenn ich das blau mache, eine ausgedachte Substanz ist nicht die absolute Substanz. SUB mit dem weichen B jetzt, in dem Sub heißt der raumzeitlich aufgespannte Polaritäten und die fangen zum Tanzen an. Jetzt wird es natürlich interessant, dass das Wort Tanzen DA, die erscheinende Schöpfung, DA heißt Wachraum. Ein Wachraum, hebräisch. Das ist das, was in dir tanzt, deine Gedanken. Ja. Du wirst immer mehr merken, Deutsch, Hebräisch, also meine Deutsch-Ivri, ist einmal die Grundausgangsbasis für alle anderen Sprachen. Ich erkläre das, es gibt auch andere Systeme, aber das ist das, was du aufgrund deiner Grundschwamminhalts nachvollziehen kannst. Du sollst nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist. Du wirst irgendwann einen tiefen Respekt kriegen vor dem Wort Demut. Was ist ja schon wieder Demut, was ist Demut? Und das, wenn wir jetzt normal vielfältig sagen, das Wissen ist ein ständiges Sterben. MUT, gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinungen, das ist Mut, heißt Sterben. Darum sind die Medim, was normalerweise mit Menschen übersetzt wird, MT, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres. Das sind Gedankenwellen. Das heißt Sterben und Tod. Tote, so viele. Ja. Aber es ist im Hintergrund einer. Du musst irgendwann einmal erkennen, das bin ich. Genau. Das ist jetzt nochmal dieses Gespräch. Es ist einfach nur ein Vorschlag, eine Empfehlung. Ja, das ist es klar. Gibt nichts Wichtigeres. Ja. Mich interessiert das. Das ist wichtig. Ja. Die Selbsterforschung
die Aber die passiert erst, wenn du den Schritt wagst, dich vor allem, was du dir ausdenkst, zu stellen. Das, selbst das Gedanke an ich, an was denkst du, wenn du an ich denkst, ist ein Gedanke von dir. Eine vergängliche Erscheinung wie alles andere auch. Und das ist jetzt, darum habe ich das nochmal, diese Bilder jetzt symbolisch, diese Helene. Wenn du zu verstehen beginnst, und du beginnst eigentlich zum Verstehen erst, wenn du in dem Nick bist, wenn du mal am Ende des Lebens bist. Da waren die letzten Worte in dem Selbstgespräch jetzt in dem Vorhergehenden, dass ich sage, wie die menschliche Entwicklung, so wie du dir die Entwicklung eines Trockennasenaffen vorstellst. Zuerst hörst du auf, in die Hosen zu scheißen. Das geht einher, indem du dich aufrichtest, zum Laufen beginnst, dann lernst du das Sprechen irgendeiner Sprache. Und erst wenn du sprechen kannst, kann man dir Lesen und Schreiben beibringen. Wo ich dann übrigens bei vielen Selbstgesprächen noch darauf hinweise, dass ein Sechsjähriger, wenn er in die Schule kommt, wenn er gut erzogen ist, ein grammatikalisch einwandfreies, schönes Deutsch spricht mit einem minimalen Wortschatz. Ist sehr wichtig, er kann was, obwohl er die Regel gar nicht weiß. Ja. Achte auf meine Worte. Kinder, normale Menschen sprechen gut erzogen, sage ich jetzt einmal ein schönes Deutsch. Sprache können wir jetzt wieder austauschen. Ja. Jede Sprache baut ja auf einem gewissen Regelsystem auf. Er kann das, obwohl er in keinster Weise irgendwelche grammatikalischen Regeln kennt. Du kannst dich auch an den Computer hinsetzen und hier Bilder und Filme dir anschauen, obwohl du in keinster Weise als normaler Mensch weißt, wie das Ding funktioniert. Ja, genau. Das passiert jetzt mit Holofeeling, dann lernst du lesen und schreiben, damit automatisch ein bisschen, wenn dir was von den Regeln erzählt, die du eigentlich schon kennst und kannst, beherrscht, weil du ja schon einmal frei sprichst. Merkst du, dass sich hier irgendwie die Kausalität umdreht? Was muss ich zuerst? Muss ich nicht zuerst die Regeln wissen, um das zu können? Nein, du kannst das durchaus schon können, ohne dass du von den Regeln was weißt. Kennst du schon die Regeln des ewigen Lebens für bewusste Geister? Die lehre ich dir mit Holofeeling. Obwohl du das ja schon kannst, du bist schon ewig. Ja, ich weiß ja immer schon. Ja, aber jetzt erkläre ich dir jetzt erst einmal, was du bist. Das ist der erste Ansatz. Ich erkläre dir zuerst, was du bist. Du bist etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann, weil du ewig bist. Und damit hast du die ersten zwei Seiten, die zwei Nichts, nämlich was wir Allah gespiegelt denken, heißt nichts und alles. Ja. Und das kann man sofort nachvollziehen. Kann ich was denken, ohne dass ich das denken kann? Ich kann das Wort nichts denken. Darum wiederhole ich, das ist tief, wenn ich immer sage, das ist mehr wert für dich Geist, wie wenn du jetzt so ein Sechser im Lotto gewinnst. Das wäre die größte Strafe, die es gibt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Ego wieder voll in die Vergessenheit sich in die Welt hineinbegibt mit diesen illusionären Freuden, die du hast. Diese blaue Freude hat nichts zu tun mit der Glückseligkeit im Roten. Es ist eine absolute Gewissheit, eine vollkommene Angstfreiheit und Schmerzfreiheit. Du kannst dir Schmerzen anschauen, ohne dass du Schmerzen hast. Du kannst auch Trauer erleben, ohne dass du traurig bist. Ja. Das ist das, was ich sage, wenn du einen Film anschaust. Das klingt so banal, das klingt so unwichtig. Das ist so unheimlich wichtig, dieser Satz, oh, heute Abend. Das hatte ich immer jetzt gedacht, ein wunderschöner Film, ich freue mich schon, ein Gruselfilm, ein trauriger Film, dann sitzt du da, jetzt als ausgedachte Person und fängst zum Heulen an und hast den ganzen Tag darauf gefreut, dass du dich jetzt da hinsetzen kannst und dann heulen kannst, wenn du den Film schaust. Es ist ja eigentlich schizophren. Nein, was ich dir damit sage, dass du nicht sagen kannst, Lachen ist schön und Heulen ist schlecht. Es kann durchaus auch die Seiten getauscht werden, dass das Heulen was Schönes, ein schönes Gefühl wird. Ja. Und das Lachen, der Galgenhumor, der im Hals stecken bleibt. Das ist natürlich, wenn du jetzt das nicht installierst, das klingt es unmöglich. Das ist immer unmöglich, das geht nicht. Mein berühmtes Zeichen, ein Galgenhumor. Ich sage, die Lösungen für deine Probleme sind so unendlich einfach, wenn du weißt, was ein Problem ist. Ja. Ein Problem löst sich schon mit dem nächsten Gedanken. Außer wenn man es loslassen kann. Jetzt kommt es, schau ganz tief in dich rein, inwieweit glaube ich noch, dass die Sachen, die ich jetzt denke, in meinem, ich sage mal, normal Unbewusstseinszustand, dass Gedanken von mir, die ich mir jetzt denke, auch dann da außen existieren, wenn ich sie nicht denke. Dann hast du nicht verstanden, was du jetzt träumst. Ja, eben. Das du solltest dir das bewusst machen. Ja, du Geist, nur der Geist, der du bist,
Jetzt natürlich alles rot geschrieben. Nicht, kein ausgedachter Geist. Ja. Nur das Immerseiende kann sich bewusst machen, was in ihm auftaucht. Die Gedanken, die auftauchen, bringen davon nichts mit. Du musst dir das bewusst machen, inwieweit glaube ich jetzt, wenn ich jetzt an die Arbeit denke oder ich muss jetzt zum Einkaufen, dass der Supermarkt auch dann da außen ist, wenn ich nicht an ihn denke. Kann über was, überhaupt was außerhalb sein? Das ist selbstverständlich, wenn du dir es ausdenkst. Ja. Es ist dann trotzdem innerhalb von dir. Mhm. Es ist prinzipiell nur ständig wechselnde Informationen. Und du kannst jetzt dir die Sachen ausdenken, wenn du das bewusst machst. Ich wiederhole immer wieder dieselben Sätze. Dann ist das vollkommen okay. Ich kann mir jetzt an Mars ausdenken. Wo war der die ganze Zeit? Den hole ich zuerst einmal aus der Datei auf den Bildschirm, in meinen Inneren. Und dann setze ich ihn ins Außerhalb. Ja. Aber das ausgedachte Innerhalb ist nicht das absolute Innen, von dem ich rede. Ja, eben, das wirklich, dieser Punkt, dass das zu... Dieser Punkt, ist, wie ich tick, das ist der absolute Mittelpunkt. Ja. Und das ist auch der geometrische Punkt, der am Anfang steht. Das ist das Uni im Universum. Alles Periphere ist ausgedacht. Aber es ändert nichts, egal wo du dir was hindenkst, dass es trotzdem hier und jetzt meine Information ist. Ja. Diese Sätze, diese einfachen Sätze, ich kann dir immer nur dasselbe wiederholen, der Geist, der jetzt diese Worte hört. Du bist das Einzige, was immer ist. Ja. Es ist nicht der Sandra, es ist nicht der Udo, es ist nicht der jetzt vom Computer sitzt, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, der du natürlich bist, in dem Moment, wo du an dich denkst. Aber der nicht mehr ist, wenn du nicht an ihn denkst. Aber der Eigentliche, der das erlebt, jetzt wenn ich schon wieder sage, der Denker, habe ich schon wieder einen ausgedachten Denker. Ja, eben diese. Der, der sich den Denker ausdenkt. Ja, der ist auch. Und jetzt kommt schon wieder das Moment, wo du dir einen ausdenkst, der sich einen Denker ausdenkt, ist ja auch was Ausgedachtes. Nein, du bist der, der sich einen ausdenkt. Der sich. Jetzt merkst du, dass wenn man in die Richtung geht, wirst du zu etwas nicht denkbar. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du deine eigene Ewigkeit verstehst. Dass du ich wirst. Rot geschrieben. Es ist kein ESO-Geschwätz. Und jetzt bring mir, lass uns doch einmal die Tolles und die Deberweins und alle, wie sie heißen, es ist raumzeitliches ESO-Geschwätz, obwohl das alles stimmt, was die sagen. Aber dann stimmt auch das, was Harald Lesch sagt oder was Gassner sagt. Aber nur ein bisschen. Die haben die Metaphern dahinter nicht verstanden. Oder Feeling ist absolut. Ist allumfassend. Ohne Feindbilder, ohne irgendeine Facette, die du jetzt erwähnen könntest, wo ich nicht sage, das ist auch wie ich dick in der Mitte. In mir, im Zentrum. Das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Ja, für mich ist das noch diese, dass ich das bin, dass ich das wirklich gar, also es ist manchmal so, also, dass ich das wahrnehme oder mir bewusst bin, aber dass ich es ganz, dass ich ganz diese Dreh, weißt du, dass das wirklich so tschuk, so diese, das Schöne, den Absoluten ist vollkommen gleichgültig, ob du das jetzt glaubst. Ja, das weiß ich. Das Absolute ist das, was absolut ist. Und es ist vollkommen gleichgültig, was dein Ego dir jetzt suggeriert. Das bist ja, das wird schon nicht das Ego, gell? Garantiere dir, das bist du, ob du das sein willst oder ob du das nicht sein willst. Ist dabei vollkommen gleichgültig. Ja, du bist es. Ja. Das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Ist doch die schönste Botschaft, wo es gibt, und die ist so erschreckend. Aber du musst durch diese Selbstlügen hindurch. Du kannst die anderen belügen, Brösel belügen sich. Ja, diese Selbstlügen. Das ist ein normaler Akt, sage ich, normiert, ein normierter Akt. Was viel, viel schlimmer ist, erwähne ich immer wieder, wenn du anfängst, dich selbst zu belügen. Warum magst du das, was du magst? Dass dann das Gute, deine einseitige Vorstellung von guten Menschen, der Altruismus. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte, die habe ich auch erzählt. Wir machen mal was Esoterisches. Der verlogene Altruismus. Immer an die 16 Seiten denken, ich will das nur machen, aber die Hauptsache ist, Altruismus sind selbstlose Menschen. Ja. So ja, genau. Menschen, die nicht einmal wissen, was selbst bedeutet, da ist selbst schon wieder. Genau. So eine einseitige Auslegung. Ja. Und ich sage immer wieder, denk an meine Reizauslöser. Ein Altruist wird mit unser berühmtes Franz von Assisi Beispiel, der wird mit Bildern konfrontiert. Er lebt, ich sage, in einem goldenen Schloss und schläft auf einem seidenen Kissen
Und der erlebt jetzt um sich herum außerhalb seines Schlosses arme, leidende Menschen. Das sind Informationen von ihm, es sind Bilder. Und sein Programm reagiert mit Mitleid. Hält es nicht aus, oder? Und die Ursache, dass er sich jetzt aufopfert für die, ist nicht, weil er wen helfen will. Ich sage das immer wieder. Es ist das Leid, es ist seine Reaktion, er will sein eigenes Leid los. Richtig. Und jetzt schau in dich rein, wenn du irgendeine Aktionen machst, wo du meinst, hier auch mit Mitleiden, du musst es nur beobachten. Schon erkannt zu haben, dass ein Bild ist wertfrei, es hat keine Qualität. Ob da jetzt ein blutendes, zerfetztes Kind, Syrien-Krise in der Zeitung ist, du schaust erst einmal, was ist jetzt eigentlich da? Ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf ist, ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Und du leidest mit. Ja. Weil ich ja glaube, dass das irgendwo draußen dann mit ist, etwas, was eigentlich als Kind sich gar nicht leiden kann. Ja. Und ich sage immer wieder, selbst wenn du das jetzt real vor dir hast, auf der Farbbrille hast, bist du bloß in der vierten Stufe der Vergessenheit. Aber was ich jetzt einmal das umdrehe, dann kommt natürlich das Schöne, wenn du Liebe bist. Ich bleibe bei dem Franz von Assisi. Wenn du Liebe bist, man hat so die Vorstellung, man kennt es ja aus dieser Märchengeschichte, die sehr, sehr tief ist, dass dann die Tiere alle zu ihm kommen und sich um ihn hinsetzen. Und ich sage so, wie Leute Bäume umarmen, weil sie meinen, sie umarmen was Lebendiges. Das ist so, das sind einfach, du äffst irgendwas nach, weil du damit was erreichen willst. Dass ich jetzt sage, ich sitze zum Beispiel in meinem Stuhl im Garten und dann ist hier so 5-6 Meter von mir ein Vögelchen. Und jetzt kriege ich so im Sinn zur Franz von Assisi Beispiel des Gutmenschen, ich sage, ach, Vögelchen, komm, setz dich doch auf meine Schulter, ich bin doch ablos Liebe, du kannst doch herkommen, weil ich gehört habe, dass der Franz von Assisi, die Tiere ja zu ihm gekommen sind, die Vögel sich auf die Schulter gesetzt haben, weil die keine Angst vor ihm haben, weil er die pure Liebe ausgestrahlt hat. Das ist die Märchengeschichte. Und ich denke mir jetzt einfach mal Menschen aus, ich kenne jetzt zum Beispiel einen Udo, den ich mir in die Vergangenheit denke, der sich dann auch in jungen Jahren, wo man sich da reinliest, wo man noch keine Ahnung hat, dass ich mir dann denke, Mensch Vogel, komm doch her, ich mache dir doch gar nichts. Ja, genau. Jetzt, ich fasse dich nicht einmal an und das Viech will natürlich nicht herkommen. Kann das sein, dass ich dann doch nicht die Liebe bin, die ich zu sein glaube? Und jetzt pass auf, und dann kommt plötzlich ein Heureka. Mit Holo-Feeling sieht es so aus, dass du plötzlich feststellst, der Vogel ist ja schon da. Ja, genau. Okay. Okay. Der ist ja gar nicht weg von mir, aber es geht noch einen ganzen Schritt weiter. Dass das, was ich mir jetzt da denke, diesen Vogel, der ja angeblich von mir weg ist, braucht ja mich selber in einer anderen Seite, auf der anderen Seite. Ja. Aber sind nicht die zwei genau genommen da? Ja, genau. Dieses Ich und der Vogel, jetzt schau dir das Wort Vogel an. Bistabel, O-G-L, wie eine Welle. Wie eine Welle. Und das ist übrigens dann, wir haben verschiedene Wörter für Vogel. Das ist einmal das Geschwinge. Du mal hast das Bild? Ja. Schau mal ganz her, das eine. Das ist das eine Wort für Vogel. Der Zippor. Das O kann man rausschmeißen. Und das ist das Schöne. Was hier wichtig ist, wenn wir das jetzt blau schreiben, die Geburt von Wissen, das du selber berechnest. Interessant dabei sind diese zwei, das habe ich oft gesagt, die Geburt von Wissen und um unsere Gedankenwelle. Wenn ich den Vogel mache, habe ich natürlich unser GL, unsere Welle. Vogel. Dann habe ich automatisch unsere Welle, unsere Woge. Aber die Wellen wiederum, die laufen ab in einer Tür, in einer Reihe. Und so weiter und so weiter. Das ist wirklich eine Matrix. Eine Matrix, das andere wäre jetzt dann übrigens All, das ist auch Vogel, das ist die Radix hochheben. Mit 70, 30, das steckt dann in dem anderen Wort für Vogel drin. Das, was ich eigentlich ein Geschwingel nenne. Das Geschwingel ist das, was in dir
hier, was du dir überlegst und um dich herum verbreitest. Aha. Aber egal, wo du dir was hindenkst, das ist hier und jetzt. Das sind so einfache Sätze. Mhm. Also die zerstören halt alles, was du ein Leben lang geglaubt hast. Du sollst dir die Sachen auch weiterhin vorstellen, aber diese B-I-L-E-R, wie ich immer sage, im Kind erweckt. Ja. Du bist ein träumender Geist und es wird in dir erweckt. Und dann kommst du in diese Struktur arithmetisch, wenn wir das arithmetisch, geometrisch, physikalisch und so anschauen. Also die Figur und der Vogel ist eigentlich dasselbe, oder? Und ich, also das ist meine Traumwelt, ist ein Bild, also jetzt in diesem Beispiel. Es ist gleich, aber was jetzt hier wichtig ist, dass du merkst, wie man sich narrt, mit, wenn man die Symbole ja, man denkt, ja. Die Franz von Assisi Beispiel, jedes dieser Märchen ist unendlich tief, kann man über die Sprache entschlüsseln. Das ist zum Beispiel, Mitleid ist vollkommen sinnlos. Das sind Sätze, die du hörst in Selbstgesprächen. Wenn du jetzt ganz bewusst da sitzt, egal über wen oder was du nachdenkst, wo du nachgrübelst, es sind erst einmal im Bereich des Denkens plus Gedanken. Mhm. Aber der Glaubenssatz macht nachher das Leiden, oder? Das ist jetzt ganz schlichtweg ein alter Satz vom Udo, den ich immer wieder wiederhole. Was meinst du, wie gut es hungern die nächsten Kinder geht, wenn du nicht an sie denkst? Das heißt, die Grundvoraussetzung ist erst einmal das, was existiert, dass du es jetzt denkst. Was du denkst, schöpfst du aus diesem unendlichen Wissen aus dir heraus. Und wenn du das denkst, ist es erst einmal eine Erscheinung, die noch keine Qualität hat. Die Qualitäten sind jetzt Definitionen, die du mit deinem Intellekt diesem Bild überstülpst. Oder das Leiden, was noch in mir als Glaubensleiden. Als Ding an sich, die reine Information, kann nicht leiden. Nein. Was existiert, das kann nichts verstehen, kann nicht leiden. Ja. Das, was ich erzähle, wird niemals ein von dir ausgedachter Mensch verstehen können. Ja. Weil ein ausgedachter Mensch, was existiert denn das? Ein Trockennasenaffe, ein sterbliches Säugetier, wie du dir auch immer den Menschen denkst, wie haben wir den roten Menschen auch den Adam? Mhm. Wir sind jetzt hier bei uns im Chat. Waren jetzt schöne Kombinationen, wenn man da reinschaut. Das ist so viel, pass auf, ich muss doch noch mal ganz kurz da reinspringen. Pass auf, ich weiß nicht, was da schon Neues drin ist. Gehen wir mal da ganz kurz in den Selbstgespräche-Chat. Der ist jetzt nicht wichtig, den muss man nicht wissen, aber das sind so Kleinigkeiten, wie Leute reagieren. Die Traumzeit, weit gehen wir rein, das ist der Bibelvers. Da habe ich hier zum Beispiel dann ein Video abgespielt. Das ist hier, es läuft immer synchron, wo ich sage, 5,45, die Quintessenz ist Adam. Jetzt mache ich hier noch wichtig, dass das, was wir Komma nennen, das Koma, dieser tiefer, fester Schlaf, habe ich rot gemacht, die krankhafte Neigung zum Schlafen, das ist unbewusste Schlafsucht. Das heißt, jeder, der jetzt glaubt, der wach ist, der schläft eigentlich unbewusst. Ohne wirklichen Schlaf. Der wirkliche Schlaf ist was ganz was anderes. Und jetzt habe ich hier dieses 25-25. Schau, 5 durch 45 ist 0, und jetzt kriegst du 1-1-1-1-1-1-1. Wow, ja. Okay, 25 heißt hier und 25 jetzt. Das ist 1. Wow. Was jetzt da interessant ist, ist der verborgene Wert. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wieso, dass da verschiedene verborgene Werte gibt. Das ist 1 durch 81, wissen wir, halt, sorry. 1 durch 81 ist 0,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die unendliche Reihe der Zahlen. Wow. Das Ganze baut sich in einem Pyramidenwert von 45 auf. Was auch immer das heißt, was da drin steckt, wenn ich jetzt in die Physik reingehe, hoch 0, siehst 0,25. 25 ist Wurzel 5, denk an den Pythagoras. Ich kann das so vielfältig verknüpfen. Wow. Okay? Ja. Und jetzt... Das sind jetzt da hier sehr geistreiche Kommentare und dann bringt jetzt hier jemand die Traumzeit der Aborigines. Ich sage immer, das ist immer die Trinität, findest du überall. Ob wir das jetzt Vishnu, Brahma, Shiva nennen, ob wir das hier Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist nennen. Bei den Aborigines ist es der große Träumer, ist ein Träumer, der träumt, einmal wach zu sein und einmal zu schlafen. Ob wir das jetzt hier nehmen, was hier aufgebaut wurde, das ist auch eine Schiene, ein deutscher, ist weit weg von Holo-Feeling und trotzdem vollkommenes Holo-Feeling. Ja. Du musst dir bewusst machen, dass egal was in dir auftaucht, bist du selbst. Du bist der Schöpfer für deine Gedankenwelt und laufend sagst du, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht und das weiß ich nicht.
Habe ich nicht immer wieder im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, dass egal welcher Mensch in dir auftaucht, egal welche Internetseite in dir auftaucht, welchen Philosophen du dir jetzt ausdenkst, welchen Physiker du dir ausdenkst, du erschaffst die, in dem Moment erhebst du die aus dir, aus dem tiefsten Innern, in die Existenz als Information in dir drinnen und dann sprichst du mit deinem Intellekt dem diese Erkenntnis zu und dem sprichst du diese Erkenntnis zu. Das ist übrigens, was ich jetzt auch hundertprozentig sicher. Ich wiederhole nochmal, egal an wen du jetzt denkst, du kannst nur an einen Menschen denken, wenn der sich zurzeit auf deinem Schwamminhalt, auf deinem Intellekt befindet. Dein Schwamminhalt ist aber wieder nur eine Facette von einer noch tieferen Ebene. Ich sage, das ist das, was du jetzt in deinem, wenn du ein Computer bist, im Arbeitsspeicher hast, aber da gibt es ja noch die Festplatte, da sind noch andere Programme auch drauf. Und sobald du jetzt an einen Menschen denkst, normal gesprochen, erschaffst du den als Information in deinem Kopf, hier und jetzt. Ja. Und der Mensch wiederum ist jetzt intellektuell betrachtet eine Kiste, wo du dir hineindenkst, was der Gedanke gedacht oder erfunden hat oder gemacht hat. Und diese Gedanken, diese Information, dieser Mensch mitsamt seinem Wissen löst sich in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst, fällt es wieder in dich rein. Das ist eine exakte Beschreibung von dem, was jetzt ist. Dann bei den Aborigines, schaut die Traumzeit, die heilige, fortdauernde Schöpfungsgegenwart. Ja. Wir öffnen als eigentliche Realität zurück zu meinem Nichts, Dad, betrachtet nach der Vorstellung der Aborigines. Schaut ihr das mal an, was da ist? Das heißt, UB ist der Vater und das ist das Originale, die Aborigines, das ist ab Originale. Das ist ihr Quadrat, das bin ich und du. Das ist Australien. Ich könnte jedes Wort, kriegt einen komplett anderen Sinn. Ist es nicht so auch bei Märchen, wenn ich in die Symbole gehe, dass der Krug, der zum Brunnen geht, eigentlich gar nichts mit einem Krug zu tun hat? Ja. Wie oft erzähle ich das? Du kommst in eine ganz andere Sache, die streng arithmetisch trotzdem aufgebaut ist. Durch bestimmte Rituale und Zeremonien jederzeit, vor allem an heiligen Orten, mit der Traumzeit und ihren Figuren Kontakt aufnehmen. Diese heiligen W-Orte ist der Mittelpunkt zwischen Wellenberg und Wellendal. Das ist der Mittelpunkt zwischen diesen aufgespannten Zeug. Ja. Wow. Das kann man vielfältig, das ist, es bleibt immer wieder dasselbe, wenn man dann rumspielt. Kann dir übrigens empfehlen hier, heute Morgen. Jetzt merke ich das Wachwerden. Da denken wir uns jetzt aufgrund dieser Worte, denken wir uns an Rainer aus. Okay? Und das ist jetzt, wenn du das siehst, das ist immer, was ich Schreibstift nenne. Er kann ja nur da sitzen, wenn wir uns jetzt den ausdenken. Und dann fängt er an, das ganze Zeug, wenn er Holofeeling studiert hat, schreibt, macht der Zusammenfassung. Denke ich jetzt, der Rainer, den ich mir ausdenke, der muss das tun oder hat das getan, was ich mir jetzt denke, dass er tut. Und da habe ich jetzt bei solchen Sachen, ich rede jetzt nicht als Udo, habe ich eine unheimliche Freude, weil ich merke, es wächst in meinen Geistesfunk, in meinen Kindern. Ja, schön. Eine irre Zusammenfassung, aufbauender Follow-Feeling, da könnte ich jetzt dir viele Namen sagen, wenn ich jetzt Schreibstift Diana oder Andrea Michaelis oder natürlich unseren Folger, was er schreibt, dass du merkst, dass die anfangen, das ist jetzt eine Prüfung, das ist für mich wie eine Doktorarbeit, wo sie nicht nachäffen, sondern in einem eigenen Stil komplett das verknüpfen mit dieser einfachen Symbolik der Sprache, wenn du dir das runterladen tust. Das macht mir Freude. Ja. Weil ich merke, dass langsam was zum Wachsen anfängt, in manche Geistesfunk. Es geht hier immer mehr ums Geistesfunk, Sandra. Auch bei dir heute. Ja. Und jetzt immer wieder, ich erzähle es nicht der Sandra. Ja. Ich erzähle es den, der mir jetzt aufmerksam zuhört. So aufmerksam wie gerade die jetzt ausgedachte Helene, wo du siehst, während sie das Selbstgespräch hört, wie aufmerksam, das siehst du an der ganzen Physiognomie, die dabei ist und wie heurig hast, komm mal, wenn du genau nur mal, das ist jetzt alleine den Fokus zu verlegen, wie reagiert eigentlich jetzt die Helga und die Helene, auch bei der Helga.
was ich jetzt Helga nenne, dieses Pixelmännchen, es ist nur, wie reagiert dieser Geistesfunk mit dem Programm, dass ich das jetzt langsam, dieses Programm immer mehr in eine Vergessenheit geht, dass man bewusst wird, wie man im wahrsten Sinne des Wortes neben sich gestanden ist und man hat sich mit dem, den man sich ausdenkt, verwechselt. Dass man wieder spiegeln kann, ich sage, du musst neben dir stehen, um dich wertfrei beobachten zu können. Ja. Das ist der Satz, alles, was deine jetzige materialistische Logik, dein Schwamminhalt dir vorschreibt, was gut ist, dreh es um 180 Grad und akzeptiere, dass es auch genau im selben Maß schlecht ist. Und alles, was für dich unheimlich schlecht und böse und gefährlich erscheint, dreh es, das ist gut. Das ist mein altes Beispiel, wenn was in dir auftaucht, taucht eine Welle auf. Und ich nenne jetzt einmal die zwei Seiten, Kreis und Dreieck. Alte Beispiele. Man muss sie immer wieder hören. Ich weiß, es ist ein Prozess, dass man den in 20 Jahren hunderte Male wiederholen muss und man meint, man hat was verstanden, bis dann dieses Heurige kommt, dieses Ja. Das siehst du an, diesen, an dieser Physiognomie von Anna Helene. Ja. Das sind aber alles Frauen, die auf die 80 zugehen. Das ist der Knick. Was nicht heißt, dass das auch eher passieren kann. Das ist das Wichtige. Was du meinst, die Zahlen in biblische Figuren, der Jesus, wenn ich sage, in ein Jesus-Leben, das ist eine ausgedachte Figur, wie alle anderen Figuren auch. Und dass ich immer wieder sage, dieses hundertprozentig sicher war ja das Hauptthema. Schau in dich rein, ob du wirklich weißt, was 100% sicher heißt. Dann wirst du dir jetzt erst einmal demütig eingestehen müssen, dass wirklich über 99% von dem, was für dich unwidersprochen als hundertprozentig sicher gegolten hat und nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, weil es Geschwätz vom Zweiten ist. Ja. Ich werde dir beweisen, wenn ich das höre. Ich werde dir beweisen, dass du nicht einmal deine Küche siehst, wenn du an deine Küche denkst. Und wenn du was siehst, ist es nicht mal deine Küche. Und dass, wenn du an deinen Körper denkst, ist es so weit weg von dem Menschen, der du bist, weil dann denkst du an den jetzigen Körper, der jetzt da ist, und dann kannst du dir noch jüngere Körper denken. Das habe ich so oft erzählt. Das hört man ganz einfach. Ist dir eigentlich bewusst? Eine ganz klare Frage, ist dir bewusst, was ich dir mitteile? Ich erkläre, dass du was komplett anderes bist, wie das, was du hundertprozentig sicher ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Genau. Es geht ja selbst, wenn du sagst, das bin ich. An was denkst du bei dem Wort ich? Der Gedanke bist du nicht. Ja. Holofeeling zerstört alles, es setzt dich komplett auf Null. Es ist ein kompletten Plattmachen deines jetzigen Programms des Haus. Ja. Ich öffne dir eine vollkommen neue Welt. Und jetzt ist ganz wichtig, das ist ein intimes, ein in time, ein wundervolles Spiel. Intime, hebraisiert. Ein wundervolles Spiel. Es ist voller Wunder. Du wirst, ich werde eine tiefe Ergriffenheit, wird in dir eine Demut anfallen, wenn dir bewusst wird, was jetzt mit dir passiert, eine Verwandlung. Das ist so weit weg von den ganzen normalmenschlichen, weltlichen Wünschen und solchen Worten, das wird so richtig banal kindisch. Ja. Dass man findet, was die Seligkeit ausmacht. So schön das auch war als Kind. Ja. Wie sehr freut sich das Kind über irgendeine Spielsachen, über Barbie-Puppe oder was auch immer. Was ist das für ein Erwachsener? Ich sage jetzt, wie freust du dich hier über einen Traumurlaub in Mexiko? Über Weltreise? Über Lottogewinn, über Riesenauto oder eigenes Haus? Vergängliche Sachen haben mit ewiger Glückseligkeit nichts zu tun. Nein. Da gibt es eine Qualität, die weit, weit Jetzt hat es ein bisschen. Das ist eben ganz schlichtweg und einfach, dass ich sage, das passiert von alleine, es ist an keine Bedingung geknüpft. Und Holofeeling ist wirklich ein Spiel, das spielt bloß wir zwei alleine. Da können wir uns ein Redo ausdenken und eine Helene ausdenken. Es ist ein Gespräch zwischen ICH und JCH oder JCH und ICH. Die sind roh, die sind eins. Wie ich immer wieder erzähle, hier Gott ist allein, das will er nicht mehr sein, das Requiem. Wie oft habe ich das zitiert? Darum denkt er sich einen Sohn, einen Ben, eine polare Existenz. Aber der erste Ben ist JCH und ICH, die sind rot. Und der Adam, welcher ist dann der? Der Adam ist ganz, der Adam ist nur ein Symbol für einen träumenden Geist. Okay. Der ist Seger wie Nekaba, Denker und Ausgedachtes. Die Nekaba, die Necke, ist ja das Loch, die Frau,
Das heißt eigentlich ein unterirdischer Gang. Das immer dran denken, das wiederholt sich dann, wenn du weitergehst, wenn man über den Jordan geht, wenn man hinabsteigt in die Traumwelt. Ja. Du musst erst einmal hinabsteigen und wissen, ich bin in der Traumwelt, ich bin immer die Quelle und dann kann ich mir was überlegen aus dieser Traumwelt, aus dem Unten was hochheben. Aber das Oben und das Unten ist eigentlich beides in der Mitte. Ja. Spitzt sich in der Mitte ab. Es ist die Polarität, die man zuerst auf zwei Seiten aufbaut. Ich weiß, so simpel das ist, wenn du einmal ein Heureka hast, dann kannst du dir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dir das nicht aufgefallen ist. Erinnert dich. Ja, genau. Ja, ich blätter mal in deinem Buch zurück. Ja. Wir haben uns das erste Mal gesehen beim Redo. Ja. Und dann habe ich auch hier mit einer Freundin zusammen dieses Beispiel gebracht, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ja. Wenn man das erste Mal hört, sagt man unmöglich. Und wenn man die Lösung dann sieht, zaubert man, weil es so leicht ist. Ja. Es ist auch das Loslassen so leicht. Ja. Die hatte es so viele Fragen. Auf, wie mächtig ist noch dein Ego? Ja, genau. Oh. Es ist nur das Ego. Nur das Jetzt Ego. Jetzt mal ein es bisschen durchgehen. Dass, ich habe nun an der letzten Selbstgespräche, bevor du nicht einen Zustand kriegst, dass du, ich mache jetzt symbolisch, dass du dich jetzt als Brösel von Spiegel hinstellst, du saust ein Spiegelbild an, das du ja nicht bist, du bist eigentlich der Spiegel dazwischen, der Reihe, der Kopf, die sind ja in dir. Sobald ich mir das denke, dass ich mich von Spiegel hinstelle, mein Spiegelbild anschaue, sind die zwei in dem Kopf des Schöpfergottes. Das ist wie mit dem Vogel und dem Brösel, der sagt, Vögelchen, komm doch her. Ja, ich will, ich tue dir doch nichts. Dann denkst du dir doch schon zwei aus. Dich selber und den Vogel. Und du meinst, wenn ich doch jetzt Liebe bin in Bezug auf den, dann müsste doch der Vogel herkommen. Und ich sage, nein, du bist der Geist, der jetzt träumt. Und die beiden sind doch schon zusammen. Ja. Nicht nur, dass die zusammen sind, die sind derselbe Geist, dieselbe Liebe. Wow. Die Sandra, die du dir jetzt ausdenkst, und den Udo, den du dir ausdenkst, und der, an den du denkst, wenn du dich selber denkst, der vom Computer, es ist dieselbe Gnede. Ja, es ist kein esoterisches Geschwätz. Ich sage mal, ich erkläre dir das sogar physikalisch mit den Physikbüchern, dass es so ist. Aber dann müsstest du zuerst die Grundlagen haben. Und die, die dir das jetzt erklärt, wie in der Bibel, die wissen, die schwätzen doch bloß, weil es Gedanken sind. Physiker sind Gedanken. Menschen, Trockennasenaffen, können nichts wissen. Genau. Es geht um Götter. Ich nenne das Geistesfunk. Und Götter sind Schöpfer. Das heißt, es sind träumende Geister. Aber jetzt ist es, dass es für jede Welt gibt es einen eigenen Gott. Das ist ein träumender Geist. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und es spielt sich in ihm selbst ab. Aus einem imaginären Mittelpunkt, wo eine Peripherie aufbaut, die in der Regel immer nur perspektivisch anrastet. Das sind meine Sätze, die wieder zusammenfällt. Das ist wie das die Kugelwelle, dieses Ort. Jetzt ist aber, was ich jetzt schon wieder als eine Bewegung mache mit innen und außen, passiert das Eigenartige, dass das, was sich ihm extrem widerspricht, dasselbe ist. Dasselbe gilt übrigens auf deiner Verabredung. Man sagt ein Bild, dann ist ein Nichts, dann kommt das nächste Bild. Jetzt stellen wir das schon wieder in eine Reihe. Es ist ja Bild, Bild. Ja. Ich mache schon wieder ein Bild, weil ich schon mir wieder die Bilder in einer Reihe in einer Spiegelwahrnehmung denke. Aber diese Reihe ist Rai, der Kopf des Schöpfergottes, ist der Spiegel. Ja. Jetzt haben wir in dem Wort Spiegel ganz interessant. SB, blau gelesen, ist die Schwelle, Welle. Shin-Welle, eine logische Welle. Das I hast mein, dann hast meine Schwelle. Spi und dann kommt Egel. Und dieses E hat 70 gelesen. Jetzt kommen wir zu dem goldenen Kalb. Du hast Fragezeichen auf dem Kopf. Ja, ja, genau. Das Anbeten von dem, was ich sehe. Noch mal. Du wirst jetzt merken, dass diese Metaphern in der Bibel. Das heißt, das einmal ganz langsam nochmal für dich. Bloß jetzt auf Neugier. Und ich betone, versuch dir das bitte nicht zu merken. Weil dann kommt automatisch in dir, das begreife ich nicht, habe ich auch viele Beispiele. Du musst nur zuhören, was ich dir jetzt sage. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Reihe mache, ich schreibe das einmal mit einem LF Reihe. Das kann ich jetzt Reihe aussprechen. Okay? Das ist das einmal das hebräische Wort für einen Spiegel. Dann heißt es auch ein Schauspiel, ein Ansehen, ein Anblicken. Spiegel, Erscheinung, Aussehen, das sind jetzt so, übersetzen das jetzt hier, das ist klassische hebräische Bezeichnung dafür. Mein Sehen und so weiter und so fort. Und immer dran denken, wenn wir das rot machen, ist das halt der Kopf, der Geist, das Symbol des träumenden Geistes, das Kopfkino. Das A ist der Schöpfer, auch Elef, hast dann unendlich viele Schöpfer und bewusstes Gotteskind.
eine berechnete Schöpfung deines Intellekts. Gut? Ja. Und jetzt habe ich gesagt, das SB, SB. Das ist jetzt ganz einfach, zuerst einmal raumzeitlich, ein raumzeitlich wahrgenommen. Jetzt hängt es irgendwie. Okay. Ein I am Ende, das ist jetzt hier ein Becken. Jetzt haben wir schon mal wieder letzte Selbstgespräch anhören. Das Becken ist die Schwelle. Das Shin machst du einfach als eine logische Welle. Du bist auch gespannt, das L ist hochgehoben, auseinandergeschrieben. L ist das hier. 70 geschrieben. Das ist jetzt das obere. Mit HWH drin, siehst du das? J, HWH. Wie ist ja eine Waffe. Das ist ein Joch. Das habe ich so oft erklärt. Du musst einfach wissen, das ist, wieso hat die Höhe des HWH, wieso ist das ein Joch? Dann machen wir ganz einfach mal was auf. Ich schreibe da Joch. So, mal, da muss ich jetzt nicht einmal. Übernimmt er das? Ich mache mal nur Joch und dann gehen wir auf Bilder. Und du wirst du sofort merken, schau, da ist die Welle. Ja, das genau. Das ist der Joch, Gebirgsjoch. Siehst du das? Das nennt man Joch. Ja. Das hier, dann hast du hier schon die Welle. Und das ist das, was du hochhebst. Darum ist es die Höhe, das obere. Okay? Ja. Und jetzt pass auf, wir haben Spiegel. Das ist E, das ist das lautlose Zeichen. Wenn ich jetzt EGL schreibe, wir haben ein Spiegel. S-P-I-E-G-L, den Spiegel. Jetzt der Kalb wird im ersten Moment nichts sagen. Das ist übrigens die Bezeichnung von den goldenen Kalb, wo die rumtanzen, wo ich als Mose auf den Berg hochgehe und die 10 Gebote hole und denen hat es zu lange gedauert und fange ich schon wieder was anzubeten an. Ja. Das ist der Tanz um das goldene Kalb. Aber schau, da haben wir jetzt wie Gott Bola. Beal, wie das Nichts, das zu einer Polarität wird. Aber dasselbe Wort hast du auch Kreise ziehen, Runden drehen, weil die umkreisen dieses Kalb. Genau. Dann ist das hebräische Wort von Kreise ziehen, aber sind nicht Gedankenwellen genau genommen, arithmetisch betrachtet, hast du mal herauskonstruierte Winkelfunktionen aus dem Kreis. Der Sinus, den ich mir ausdenke als hell dunkel oder was auch immer, ist doch nur, das sind nur in einer chronologischen Reihe oder in einer räumlichen Reihe angeordnete Winkelfunktionen, die im Einheitskreis K-Reihe S gleichzeitig aussehen. Jetzt haben wir aber doch gewusst, dass K als Vorsilbe heißt wie R-A-I, der Kopf des Schöpfergottes. Wie der Kopf des Schöpfergottes ist es Bewusstsein. Das rote S ist Bewusstsein. K-Reihe S ist der Kopf des Schöpfergottes, ist es Bewusstsein. Und dann wird dann meine Schwelle wird zu einem Egel, zu einem Exgel, ein Augenblick auf eine Welle. Das ist das goldene Kalb. Okay, ja. Bist jetzt dabei? Ja. Ich weiß, das klingt so vielfältig. Und worum es eigentlich jetzt mir hier geht, dass ich immer wieder das Beispiel bringe, du solltest wissen, jetzt ausgedacht, ich denke mal einen kleinen 7-jährigen Italiener. Und dann 10-jährigen Italiener, der spricht fließend Italienisch. Ja. Und ein 10-, 13-jähriger Türke fließt fließend Türkisch. Und der Chinese spricht fließend, jetzt Chinesisch gibt es nicht, Mandarin oder Kantonesisch oder Sichuan. Sind die gescheiter wie du? Nein. Weil du kannst es doch nicht. Ja, nein. Also musst du ja total blöd sein, weil du ja nicht einmal das kannst, was das 7-jähriges türkisches oder chinesisches Kind kann. Hat es was mit Gescheitheit zu tun, mit Wissen zu tun? Das wird plötzlich ganz anders, wenn du dir jetzt erst einmal bewusst machst, was ist jetzt eigentlich dieses türkische oder chinesische Kind oder italienische Kind? Es ist ein Gedanke von mir. Es ist doch jetzt nur ein Gedanke. Ja. Jetzt schau tief in dich rein, ob du glaubst, dass da außen irgendwo chinesische, türkische oder italienische Kinder rumlaufen, wenn du nicht dran denkst. Ja. Bist dabei, das ist die Wurzel. Ja, das ist die Wurzel. Das kreise ich. Und jetzt, da die nur ein Gedanke von dir sind, diese Gedanken sind Kisten, wo du dir reinlegst, der kann das und der kann das. Das heißt, das Italienische, das Türkische, das Chinesische und so weiter Kind kann nur seine Sprache einwandfrei sprechen, weil du dir das jetzt denkst.
Wenn das immerwährend dir jeden Moment bewusst ist, was du selbst bist und was deine Gedanken sind und wer bestimmt, was diese Gedanken sind und wie die funktionieren und was die können. Das bestimmt doch ich, oder? Ja. Jetzt hast du langsam ich. Ja. Das klingt so unglaublich. Das ist das Quadrat mit drei Strichzeichen. Ja. Das erschüttert an, das macht dich sprachlos. Es ist die Sprachlosigkeit, ist, dass alle Sprachen gleichzeitig da sind. Das ist wie mit unserer Küche. Wenn alle Bilder gleichzeitig da sind, siehst du keine Küche mehr. Du kannst aber wissen, was eine Küche ist. Du kannst wissen, was alle Sprachen deiner jetzt ausgedachten Welt sind. Ein Gedanke von dir. Und sobald du das genauer definierst, was das ist, gehst du immer mehr in die Vergessenheit, wenn du nicht jeden Moment bewusst bist. Ja. Und ich kann immer wieder nur betonen, alles, was ich jetzt sage, wenn du den Gedankengang aufmerksam mitgehst, dass das alles hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort auf der Stelle von dir als Geist auch, jetzt sage ich wieder, überprüft werden kann, dass es so ist. Weil ich rede von dem, was jetzt ist. Ich rede nur von dem, was jetzt ist. Genau. Und alles, was jetzt nicht gedacht wird, ist nicht. Ja. Zurück. Ja. Ja. Selig sind die Verrückten. Ja. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt irgendeinen Gedanken von dir das erklärst oder dass er das jemals verstehen könnte. Genau. Du bist der Einzige, den ich das jetzt erzähle, du bist der Einzige, der das verstehen kann. Das ist das rote Ich, das noch in Verbindung mit einem sehr fehlerhaften Führerscheinprüfungsbogen blauen Ich steht. Was ich dir erkläre, ist, dass du ich bist. Du bist der vom Bücherrekord. Und momentan eben in dieser Personifizierung, in diesem Leben, in dieser Führerscheinprüfungsbogen wollt als Brösel versunken, um was zu lernen. Ja. Was zu lernen? Zuerst einmal dir bewusst zu machen, was du selbst bist und dass du aufhörst, dich über irgendeinen Gedanken, der in dir auftaucht, dich zu ärgern, freu dich vor allem über die Gedanken, die du noch nie gesehen hast. Ja. Aber die erscheinen dir jetzt als Feinde, als fremd, als unlogisch. Und du fängst, das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, du fängst an, die zu bekämpfen oder willst die erst gar nicht haben. In dir existiert nur ein Arrangement von Gedanken, die, ich nehme jetzt mal das Wort, die für dich von in der Esse sind. In der Esse heißt eigentlich inneres Sein. Jetzt ist natürlich, wir können das rot schreiben und blau schreiben. Das innere Sein, das Bewusstsein, das nicht existiert, bist du selbst. Ja. Sobald wir es blau machen, wird aus dem Sein was Existierendes, etwas aus diesem roten Sein herausgetretenes, ein blaues Sein, ein Existieren. Das unterliegt immer einem ständigen Wechsel. Wenn du da längere Zeit zuhörst an Selbstgesprächen, wird dir sehr wohl bewusst, du kannst dich jetzt an den Computer hinsetzen, du kannst die Esoteriker, du kannst nochmal jetzt TV einschalten. Dann kannst du hier Satsang irgendwelche Gurus dir anhören oder Deutsche, die sich dann nach Bhagwan Osho zuerst einmal einen indischen Namen geben, weil sie nicht das sagen, weil sie meinen, sie wird was Besseres, wenn sie einen anderen Namen kriegen. Ja, genau. Dann fangen sie an, ihre Techniken zu machen und dann sitzen sie in ihrer Leuchtung da und dann meditieren sie sich zuerst einmal in die Stille. Die wollen dann wohin, wo sie eh schon immer sind. Genau. Der Adam ist das Schweigen. Ja. Das heißt nämlich auch Schweigen, das Wort Adam. Okay. Stille sein, das steckt da in dieser Radix mit drin. Das ist so ein kleiner Satz, wenn ich jetzt als Brösel Udo oder als realer Trockennasen auf Udo zu dir sage, alle, die reden, die wissen nicht und die wissen, die reden nicht. Also hat der Udo überhaupt keine Ahnung. Auch der Lautsprecher oder das Pixelmännchen, weil das quatscht dich ja jetzt laufend zu. Und ich sage, der Udo, den du dir ausdenkst, selbst wenn er als Udo auftaucht, der hat noch nie behauptet, dass er Ahnung hat. Er redet laufend. Ich rede nicht. Ich benutze jetzt den Udo in deinem Traum, den lasse ich dich jetzt träumen, um dir Geistes zu erzählen. Ich erzähle das an der Sandra oder dem, der jetzt vor dem Computer sitzt. Ja. Ich erzähle es dem, der sich alles ausdenkt, der sich seine ganze Welt ausdenkt. Genau, super. Ich erzähle es dem, erzähle ich es. Ich erzähle diesen Gott, diesen träumenden Geist und nicht irgendeinen Gedanken von dir. Das ist ein ganz simples Prinzip, wo ich sage, wenn JCH mit ICH kommuniziert, die ja eher eins sind. Aber erleben du den speziellen Traum bloß des JCH, weil ICH steht vom Bücherregal, der schaut in keinen rein. Der hat schon alle gelesen, der ist die Bücher. Ja.
ist ja, dass du als rotes Ich, als Geistesfunk, ein träumender Geist bist, dich mit einer Figur in deinem Traum verwechselst, du dir aber nicht raussuchen kannst, was du träumst. Ja. Also lasse ich jetzt in deinem Traum den Brösel Udo auftauchen, ja. Und du, Geist, erlebst den Traum, nicht die Figur, die du, nicht die Person, die du zu sein glaubst, oder der Intellekt, der Mensch, der du zu sein glaubst. Mhm. Aber du erlebst den Traum, du kannst jetzt das Gespräch zwischen dem ausgedachten Udo, kannst du lauschen, und ich erzähle das, wie gesagt, nicht dem Zuhörer, der jetzt vor dem Computer sitzt oder der von dir ausgedachten Sandra, genau, sondern dem träumenden Geist, der jetzt in diesem Moment träumt, den erzähle ich das. Aber der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, dieses Pixelmännchen oder ein realer Udo, die wissen das nicht. Das sind Figuren in einem Traum. Ja. Die wissen das, was der Schöpfer von dem Traum letztendlich bezweckt. Mhm. Ich bezwecke mit dem Traum, dir träumenden Geist zu erklären, was du bist. Mhm. So, und wenn du das jetzt zigfach in den Grundlagen verstanden hast, dann geh wieder ins Internet und hol dir auf dem Pixel irgendwelche Gurus und irgendwelche angeblichen Meister. Und dann wirst du feststellen, dass alles, was die sagen, mit deinem jetzigen Wissen irgendwie ein bisschen stimmt. Genau. Mhm. Aber das, was wirklich wie ich dick, das Zentrum ist von allem. Voll of Feeling. Und auch dort solche, weil sie ausgedachte Dinger sind. Ja. Du wirst dann, wenn du in die Tiefe gehst, merken, auch wenn die eine Ruhe demonstrieren. Und ich sage, selbst wenn du jetzt so ein Meister bist, ein Lebensberater bist, jetzt kommt wieder die schonungslose Selbsterkenntnis. Schau in dich rein und mach dir schonungslos bewusst, was du glaubst zu sein und warum du das machst, was du jetzt machst. Ich sage einfach, weil dein Programm dir das aufzwingt. Mhm. Aber was redet dir dein Ego ein? Wenn du ein Lehrer bist, wenn du ein Arzt bist, wenn du spendest, wenn du Menschenleben retten willst, weil du ein guter Mensch bist in Bezug auf Ausländer, weil du wirklich helfen willst. Ich sage immer, helfen ist ein Heiligungsprozess, und solange du Feindbilder bekämpfst oder in dir trägst, das Negative nicht haben willst, genau, du zerstörst die Höhe, wenn du die Tiefe, du zählst Berge, wo du als gut definierst, zerstörst du, wenn du das Negative, die Tiefe, das Tal wegmachen willst. Genau. Du zerstörst die Heiligkeit, wenn du die Krankheit bekämpfst, indem du meinst, ich will bloß gut sein und die Krankheit wegmacht. Die Krankheit ist das Tal. Genau. Die Gesundheit ist der Berg. Gut, wenn wir die Krankheiten wegmachen, dann werden wir gesund. Nein, dann ist die Gesundheit weg, dann werden wir heil. Genau. Ganz entweder beides, steigen. Ja. Entweder beide gleichzeitig oder gar nichts. Ja. Ja. So, und jetzt lass uns an Hell und Dunkel denken. Ja. Zu sagen, jetzt ist es bloß hell, da bin ich so oft drauf eingegangen, da musst du das wissen, was ist die Ursache, dass du das glaubst, dann schau in dich rein. Die Ursache ist dein jetzt ausgedachtes heliozentrisches Weltbild mit dieser Erdkugel, die angestrahlt wird. Und dann siehst du schon, dass hell und dunkel gleichzeitig da ist. Egal, wie sich das jetzt um sich herum dreht, die Kugel selber oder die Kugel um einen Scheinwerfer, es bleibt eine Seite hell und eine dunkel. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und wenn du das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht dumm. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Merkst du, wie wichtig das, dieser Bruch des zweiten Gebotes? Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und jetzt wird es interessant, ich muss jetzt nochmal reinspringen. Das ist diese Pass auf, ich glaube, ich gehe am besten, das habe ich doch heute Morgen nochmal reingestellt in unsere Selbstgespräche, wo war das? Da ist es hier genau um Bibelvers. Das ist also dieses Video über Bibel. Und dann habe ich hier nochmal beim fünften, das ist also, diese Videoadresse ist jetzt nicht interessant. Und jetzt mache ich hier nochmal die 10 Gebote, habe ich so oft gesagt, die gibt es an zwei Stellen. Die gibt es also hier im zweiten Buch, Kapitel 20 und im fünften Punkt 5. Und schau, was da steht. Und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel die Gebote und Rechte, die ich heute, hier und jetzt, vor eure Ohren rede. Mhm. Das wird hier übrigens überhaupt nicht registriert. Von normalen Menschen, von Theologen. Ja. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern, mit diesen Abraham, mit dem, was wir uns alles ausdenken, hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, mit denen, die jetzt das denken, die wir heute hier sind. Ja.
Es Ja. geht nicht um irgendwelche Märchengeschichten, die in der Vergangenheit waren. Und alle leben, er, ich und du, hat vor Angesicht zu Angesicht. Das Interessante, Benim el Benim, die Stelle, wenn wir uns anschauen, das heißt ja auch Inneres, vom Innersten zum Innersten. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Was? So was schöner. Die Stelle. Das ist übrigens, da bin ich auch schon drauf eingegangen, diese Stelle hier von Angesicht zu Angesicht, das ist nicht korrekt übersetzt. Wo sind die Theologen, wo sind die Hebräer, die das wissen? Merken die gar nicht, dass die ständig laufen verkehrt übersetzt? Es gibt dieses Benim El Benim, gibt es auch, schauen wir uns gleich an. Da steht aber nicht Benim El Benim von Angesicht zu Angesicht, sondern Benim heißt Inneres im Innern, das Innerste im Innersten heißt es. Weil nämlich das Benim alleine, wenn wir es Panim aussprechen, wissen wir, heißt das Gesicht, Ansehen, Aussehen, das Gesicht, auch die Vorderseite, die Oberfläche in Bezug auf Aussehen, aber dasselbe Wort hast du auch innen, das Innerste. Ja. Kannst du sofort, wenn man es Benim ausspricht, ist es das Innerste. Das Hinwenden, die Schaubrote, Gesicht, Ansehen. Darum nenne ich das das innere Gesicht, Schauen ja, und Anentscheidung. Ja. Das sind Pen ist ein Aspekt und die Imendung ist zwei, sind zwei Aspekte. Und das Innerste ist zwischen diesen zwei Aspekten. Zwischen, genau. Okay, und da heißt es Benim, Benim. Vorsilbe B heißt innen. Ich könnte jetzt sagen, die geistige Sicht in der geistigen Sicht oder das Innere im Innersten. Wäre jetzt korrekt übersetzt, nicht zu. Jetzt pass auf, wir schauen uns das mal die ganze Stelle. Machen wir mal den Text. Und dann mache ich hier mal, pass auf, jetzt machen wir das nächste. Siehst du, jetzt habe ich zugeschrieben, das hast du, das Gott ist nichts. Und da siehst du jetzt, dass hier von Angesicht zu Angesicht, da ist jetzt, das heißt von Angesicht zu Angesicht, auch vom Innersten zum Innersten. Dass du also siehst, dass hier diese Erkenntnis, dass da so viele Übersetzungsfehler drin sind und auch sowieso extrem einseitige Auslegungen. Ja. Das muss jetzt überhaupt nicht interessieren, was ich, wieso ich das überhaupt zeige, ist schlicht. Doch, das einfach, vom Innersten das, zum Innersten, das interessiert mich sehr. Da waren wir jetzt von Angesicht zu Angesicht. Das ist. Ich springe mal ganz kurz da nochmal rein, dass du das siehst. Das ist ein Aspekt. Ein Aspekt. Mhm. Aspekulum, da steht Spekt, es eckt. Siehst du das? Ja. ASB, die Schöpfung einer Raumzeit, von raumzeitlichem Wissen, das heißt Schwelle. Schienwelle, eine logische Welle, darum ist die Ecken und die Becken so wichtig, es eckt. Darum hast du es auch Ecke, eine Ecke. Das ist, wenn wir hier hin dran machen. Wenn du einen Aspekt wahrnimmst, dann schaust du in eine Ecke. Denk immer, ich strecke eine Ecke, denk an den Tetraeder, wo man eine Eckstruktur, Tetraeder sind ja lauter Ecken, die sich hochspiegeln. Ja. Schau mal. Die Eva kurieren. Die Eva kurieren. Wow. Das ist ein wunderschönes Wort, wenn ich jetzt was, das Eva, dieses Wort Eva auf Hebräisch ja Java heißt. Das ist das hebräische Wort für Eva. Und dasselbe Wort heißt eigentlich im Langentscheid steht nur ausdrücken, aussagen, etwas aussprechen und ein Erlebnis haben, etwas erleben. Aber ist nicht das, was du aus dir herausdrückst, was du aussprichst, dir vorstellst, ist nicht das, was du erlebst? Ja. Macht jetzt das einen Sinn? Mhm. Okay, und jetzt machen wir die Benim. Benni übrigens wird meistens hier, das heißt mein Aspekt, wird meistens übersetzt im Dora, wenn dieses Benny einzeln kommt, kommt meistens hier auf der Oberfläche. Das ist das Gesicht, das Angesicht, das Aussehen,
Jetzt kommt dann schon Pier in meine Person. Das, was du glaubst zu sein, diese Person, ist etwas, was du aus dir heraus, was deine Vorderseite ist. Immer dran denken, der Geist ist hinter den Augen, hinter dem Gesicht. Indern. Ja. Indern. Und es wird meistens diese Radix, wenn die einzeln steht, wird es meistens in den einfach ausgelegten Sachen als Oberfläche übersetzt. Ja, das ist nur meine Oberfläche. Aber die Oberfläche ist die Welt deiner Gedankenwelt. Schau, dass du Kreisenpolar erweckt. Eine Kreisenpolar erweckte Fläche. Wieso ist eine Kreisenpolar erweckte Fläche die Oberfläche? Weil dieses Kreisen plus Minus, das um sich herum kreist, eigentlich arithmetisch gesehen immer null ist. Genau. Der Wasserspiegel. Aha. Macht dann Sinn. Ist aber Gag in über. 3,3 hast Welle. Geht 33 gelesen oder 3,3 hast Dach. Etwas Ausgedachtes. Dann sollen wir jetzt denken an den Giebel. Dann hast du schon wieder Ecke. Auf der Oberfläche. Das ist Penny und das M dann am Ende von Benim. Und da haben wir jetzt die Sache, das Angesicht, das Aussehen, das G-Sicht. Ich sage immer G-E-Quadrat-Sicht, die geistige Sicht. Und darum hast du es auch das Innere, das Innerste. Innen. Ja. Alles, was deine geistige Sicht ist, was du anziehst, ist in deinem Inneren. Merkst du, dass das Physik wird? Das ist das Spiel. Und du merkst jetzt auch hier in diesen Übersetzungen, dass das von Angesicht zu Angesicht hat Jahwe auf dem Berge mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Da steht, sagst du mal, vom Innersten zum Innersten spricht JHWH, HWH, Gott, Wellenberg und Wellendal. Das Innerste ist diese Verbindung. Okay? Und da gibt es immer noch Worte vom Innersten zum Innersten. W-Orte sind immer doppelt aufgespannte Deckel, das U und das W im Englischen. Genau. Okay? Ja. Im Berg. Ganz interessant, auf dem Berg. B vor Silbe B heißt im Berg. HR ist der Berg. Ja. Wahrgenommene Berechnung. Eine polar wahrgenommene Berechnung. Wenn ich jetzt es wieder blau lese. Diese polar wahrgenommene Berechnung hast du erst einmal im Berg. HR als Berg. Ich kann auch lesen in der Quintessenz des Kopfes, in dem absoluten Mittelpunkt. Und jetzt wird es hier aus der Mitte. Das ist diese Doc-Dick-Änderung. Wichtig. Ich zeige dir das einmal, wenn ich immer sage, wichtig. Dieses DI-Kaff ist der mittelste, der Mittelpunkt. Ich sage immer wieder, du kannst natürlich auch eine Waff dazwischen machen. Das ist jetzt das Dock. Das ist die Mitte, der Mittelpunkt. Vermitteln. Die Mitte, das Innerste, die Bedrückung aus der Mitte heraus. Im Berg, aus der Mitte heraus des Berges. Das deutsche Wort BRG heißt immer weckten Geist. Des Feuers, das Feuer Asch, der Schöpferlogos, die Quintessenz ist der Schöpferlogos, das ist rot geschrieben, das Wort das Feuer. Das Feuer. Okay? Und dann ich stand aus dem Berge. Ich stand derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch Geistesfunken. Wow. Ja, das ist bei, ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Das ist, ich stand zwischen Jahwe und jetzt ist es interessant, dass dieses Ich, da steht jetzt Anogi. Dieses Anogi ist das aufgerichtete Ich. Die Transversalwelt, wie ich das nenne, ist jetzt nicht mehr verstreut in Vergangenheit. Schau das kleine Bild an in Vergangenheit und Zukunft. Ich habe gesagt, Vergangenheit und Zukunft ist das immer, immer jetzt. Wir denken uns jetzt, was in die Vergangenheit und in die Zukunft. Jetzt drehen wir die erste 90-Grad-Drehung, dass wir Transversale haben. Dass wir sagen, jetzt ist das, was wir sehen, ist jetzt. Schau das kleine Bild an. Und wenn ich mir was hochrechne, was überlege, zum Beispiel, ich überlege mir jetzt, was in der Zukunft, was morgen passieren wird. Das mache ich nicht morgen, sondern ich überlege mir das jetzt. Das ist jetzt eine Gedankenwelt. Genau. Oder ich überlege mir jetzt, was gestern oder vorgestern war. Das kommt, das ist hier in der Mitte. Und was ich mir überlege, spitze ich ja nur hier auf dem Bildschirm ab. Drüberlege, Jetzt. Ich überlege mir was, was ich aber hier auf dem Bildschirm abspielt. Das ist was hochrechnen oder ich steige es auch in meine Erinnerung in die Vergangenheit. Das sehe ich aber auch hier und jetzt. Und jetzt drehen wir diese
Anogi-Achse. Wieso Anogi? Weil das ist mein Anak. Das wird jetzt sehr interessant, dieses A in Kaff alleine. Siehst du das da? Und das ist die Übersetzung. Das ist ein Senkblei, eine Senk, ein Lot. Jetzt ist aber der Witz, dass das Lot, das O ist ja gleich U, im Blut stecken, im Lot stecken, in der Aufrechten drin stecken, SD-Ecken. Das heißt, in einer Hülle stecken. Das ist verhüllt sein, die Hülle. Mhm. Und da kommt jetzt das Stehen, der Standplatz. Ich stand zwischen, das ist dieses Wort, und jetzt Z wie ich schon hast zwischen. Siehst du? Wie in mir ist eine Existenz. Das heißt in mir. In mir ist eine Existenz. Das wird in der Regel meistens als zwischen übersetzt. Das ist jetzt korrekt übersetzt. Das heißt unter anderem zwischen. Heißt aber auch innerhalb. Innerhalb, innerhalb des Nichts. Innerhalb von Gott. Bola. Mhm. Und das ist Z-Waff. Die Geburt von was doppelt aufgespanntes Ich. N. Heißt sind seine Existenzen. Die sind aber in dem W. Ja. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Das wird immer dieselbe Geschichte. Zwischen dem Gott, HWH, ich stehe eigentlich hier zwischen diesen verbundenen, zwischen dem Vorher und Nachher, zwischen den Oben und den Unten, weil die Bilder sind immer hier und jetzt. Mhm. Wenn wir diese Sanogi nochmal drehen, dann kriegst du diese einfache Spiegeltunnelbeschreibung, wo es kein Vorher und kein Dahinter gibt, weil alles spitzt sich in den einen Punkt ab, wenn ich dann in die letzte Drehung gehe. Ja. Und dieses und zwischen, das ist immer Z wie Ischen. Der Befehl zu schlafen heißt es eigentlich. Mhm. Und jetzt wird es interessant, da kommt jetzt in derselbigen Zeit, schau, da steht B-Ed. Eine polare augenblickliche Erscheinung. Immer wieder, du hast immer die Polarität und du bist dazwischen. Und augenblickliche Erscheinung ist Zeit. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Ja. In der Zeit, in dieser augenblicklichen Erscheinung, in der Zeit, im Zentrum der Zeit, im absoluten Zentrum der Zeit, stehe ich. Das Anogi. Ich bin ja du. Mhm, das sind genau. Die J-C-O-I-T-O. Da steht die Zeit. Ich stehe. In mir ist eine Existenz von JHWH. HWH, das sind unsere Gedankenwelt, das ist Unglück. HWH alleine heißt ja Unglück zum Beispiel. Mhm. Es sei, es ist das Verderben, das Unheil, das Unglück, aber Un, schon wieder Un nur negativ zu lesen, ist ein absoluter Witz. Bei UN hast du auch rot gelesen, ein verbundenes Sein und die Welle. Verstehst du, Gall ist immer die Welle. Das verbundene Sein der Welle kann ich jetzt zum Beispiel. Mhm, genau, das U und N übereinander gibt es ja wieder. Das ist bei plus 5, minus 5 Wellen, Berg und Wellen, da sind eigentlich immer eine Ebene. Die Geschichte findest du in unendlich vielen Variationen. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft. Das mache ich mit hohem Feeling jetzt. Ja, genau. Sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Witz ist, dass ich doch zuerst einmal behaupte, dass ich du bin. Mhm. Und da heißt es, nicht ist in dir, zu dir, nicht ist, das heißt ein Bewegungssetzen, das, dieses Lack, nämlich heißt auch, wenn du das genau anschaust, das heißt zuerst einmal dir, dich, ein Gehen, komm, wandere, reise, ziehe, fahre fort, das Gehen. Ich sage immer wieder, ein Wandern, ein In-Bewegung-Setzen, nicht ist ein in dir ein In-Bewegung-Setzen. Von El Hayom, von Gott im Meer. Mhm. Okay? Cool. Einen anderen Folgen wird es ganz interessant. Ache zum Beispiel. Das ist immer das andere, das spätere, das Fremde. Das ist eigentlich, heißt es, das Fremde des Meeres. Es ist kein Fremde des Meeres auf der Oberfläche. Siehst du, ich habe dir gesagt, das Benni hast die Oberfläche. Meistens wird es mit Oberfläche übersetzt. Mhm. Das ist hier, das wird hier gar nicht erwähnt. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Eigentlich heißt es El Hayom, das andere des Meeres. Die anderen, die zweiten, die späteren, auf der Oberfläche. Das ist hier gar nicht erwähnt. Aha. Da steht auf der Oberfläche. Benni, augenblickliches Licht ist mein Aspekt. Mhm. Jetzt kommt diese Sache, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Das ist immer wieder dir, Bessel, alles. Du heißt jetzt hier nicht, du sollst erschaffen,
Das ist nicht schöpfen, sondern erschaffen. Tun, machen, handeln. Dir, du sollst nicht dir machen, imperfekt, du sollst nicht dir machen ein geschnitztes Bild. Das ist jetzt das Behauen, das Schnitzen, diese Götzenbilder, das heißt Wissen von raumzeitlichem Licht. Gott hast alles. Alles ist ein Gebilde, eine Gestalt, eine Form. Schau, was da eigentlich steht. Das darf hast immer, du wirst imperfekt. Muna, du wirst anfangen zu zählen, zurechtzustutzen, hinhauend, aussondern, bedenken, schneiden, teilend. Diese Radix Moon heißt zählen. Du fängst an, dir was zu erzählen. Das ist da jetzt nicht drin, im Ende Radix. Hier welches? Im Himmel oben. Jetzt kommt dieses B im Himmel oben. Da haben wir das alte, das hochgehobene. Siehst du das? Und welches auf der Erde unten? Das ist, mach dir kein Bild. Warte mal, wo warmen. Machen wir das wieder zurück hier. Das ist dieser Satz. Du bist immer da. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben oder da drunten. Du bist immer absolut in der Mitte. Was du dir ausdenkst, ist immer in dir drin. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Das ist so schwer zu verstehen. Jetzt bring mir wieder deine Theologen, was die dir erzählen. Bring mir deine gescheiten Menschen, deine selbst, deine Hebräer, deine Juden. Sie öffnen doch nur nach, was man in den Elternhaus und Schule erzählt hat. Dann werden die Traditionen durchgeführt, dein Schwamminhalt zwingt dich, dass du zum Beispiel Schweinefleisch nicht dickst, aber Rindfleisch isst. Wenn du Moslem bist, dann isst du kein Schweinefleisch, aber Rindfleisch. Wenn du Inder bist, isst du Rindfleisch, aber kein Schweinefleisch. Und du sagst, wie schön es ist, dass wir hier in Deutschland leben, in Franken. Da wirst du zu einem geistigen Allesfresser. Essen heißt eins machen wollen, mit allen, mit jeglichen Formen von Intellektuellen, dieses Verbinden wollen, das ist Liebe. Ja, und diese Freiheit, nicht mehr dieser Angst zu gehorchen. Lieben und alles lieben, ein riesen Einswerdungsprozess. Das ist schon abgeschlossen, dieses System, das ist Holofeeling. Holofeeling ist ein unendlicher Einswerdungsprozess von all diesen ausgedachten intellektuellen Facetten, die arithmetisch zu einem absolut heiligen Einzug, zu einem heiligen Ganzen wieder verbunden werden, wo sich alle Plus und Minus gegeneinander egalisieren und in einen Zustand zurückgeführt werden, den wir den Urknall nennen, bevor er geknallt hat. Genau. Und alle Bedrohungen hören auf. Es alles, du hast, nichts wenn mehr du bedrohen. Verstanden danke, hast, was du bist, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Das ist so cool. Und du willst es, was ist in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Ja, eben. Weißt du, das ist jetzt das am Anfang dieses Gespräches mit der Helene. Diese tiefe Erkenntnis, wenn ich sage, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Mhm. Wann hast du das erste Mal gehört? Hast du es wirklich verstanden? Nein, das sag, du bist doch nicht dieser Gedanke, weil sobald du an was anderes denkst, bist du doch immer noch der, der verschiedene ständig wechselnde Informationen anschaut. Wie hartnäckig ist der Glaube, dass du dieser Säugetierkörper bist in deine Menschheit, was jetzt Spiegelungen sind dieses fehlerhaften Glaubens mit Gewalt am Leben erhalten wollen? Als wenn man ein sterbliches Säugetier, ein Körper, ein Gedanken, irgendwas Existierendes, eine Welle am Leben erhalten kann, die ist überhaupt nicht dazu da, dass sie am Leben erhalten wird. Mhm. Sie ist für einen Moment da, aber Mom auf Hebräisch, dieses M-O-M, das um sich herum kreist. Das heißt Fehler. Alles, was du dir ausdenkst und dir ist nicht bewusst, dass das dann trotzdem in dir drin ist. Egal, diese Verwechslung. Scheint es in dir zu fehlen, obwohl in der Heiligkeit nie irgendetwas fehlt. Ja. Das ist das Spiel, wo ich wieder mit dem Computer mache, mit der Filmdatei. Jedes Bild, das auftaucht auf dem Bildschirm, wird aus der Datei nicht herausgenommen. Aus Gott kannst du nicht heraus irgendwas herausnehmen. Du kannst was rausspiegeln. Ein riesengroßer Unterschied. Das ist das Spiel der Gedankenwelt. Aber das Heilige bleibt dabei immer heil. Der träumende Geist bleibt immer der träumende Geist bleibt immer derselbe träumende Geist, egal was er träumt oder an was er denkt. Ob er sich Angst denkt oder Krieg oder Frieden, es ändert an den träumenden Geist, an der 200 Gramm rote Gnede, die ständig ihre Form, ihre Information verändert. Überhaupt nichts. Super. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Aha. Und das nur dem Geist, der uns jetzt ausdenkt. Dem erkläre ich das. Ich erkläre nicht irgendwelchen Ewigen Existenzen, dass sie ewig sind.
So gut. So, und also jetzt die Schöpfung ist, eine hast du Grube. Super gemacht. Mach dir den Spaß, wenn es wirklich installiert ist, geh in dein Internet oder geh auf Schulungen, die dir immer irgendwas verkaufen wollen oder erzählen wollen, was Frieden ist. Wie man in die Stille kommt, welche Techniken man anwenden muss, dass man den ewigen Frieden findet. Du kannst nicht etwas finden, du musst dich wieder erinnern, was du bist. Und wenn das jeden Moment dir bewusst ist, dann bist du bewusst Esain. Dann bist du das Bewusstsein, das nicht existiert. Jetzt ist sie wieder eingefroren. Hallo? Hallo? Sandra.